So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Wir sind immer noch bei Kapitel 02, seriös arbeiten, Alamint. Und zwar ganz konkret beim Thema zielführend recherchieren. Hier waren wir stehen geblieben. Das ist das erste Thema, das wir beim letzten Mal nicht mehr angesprochen hatten. Die Wikipedia, Sie haben ja gesehen, und ich habe es auch ein paar Mal schon gesagt, dass mein Blick auf die Wikipedia durchaus, ich würde mal behaupten, differenzierter ist als so manche andere Sichtweise darauf. Und das will ich Ihnen versuchen, jetzt ein bisschen näher zu bringen, ein bisschen zu erläutern, was ich damit meine. Und wie ich darauf komme. So, es gibt einige Vergleichsstudien. Man kann natürlich die Qualität dieser Vergleichsstudien immer durchaus in Zweifel ziehen, aber es ist das Beste, was wir an empirischer Fundierung haben. Zum Vergleich, wie die Wikipedia abschneidet im Verhältnis zu anderen Nachschlagewerken. Und da schneidet sie durchaus nicht schlecht ab. Das heißt also, diejenigen, die behaupten, die Wikipedia wäre schlechter als redaktionell erarbeitete Nachschlagewerke, stehen erst einmal in der Beweispflicht. Das bringt einem natürlich auch nichts, wenn Nachschlagewerke besser wären, weil das können Sie ja leicht anhand von wenigen Beispielen sehen. Für viele, viele Themen ist es fast unmöglich, da vernünftig Literatur zu finden, die auch für Laien für erschließbar ist. Ja, oft genug müssen Sie sich ja, haben Sie ja guten Grund, sich in Themen einzuarbeiten oder zumindest erstmal in ein Thema hineinzuschnuppern, worin sie gar nicht kompetent sind. Und dann, wenn sie kein Nachschlagewerk im klassischen Sinne haben, großes mehrbändiges Lexikon oder so etwas, sondern auf die Fachliteratur angewiesen sind, dann wird das schon ziemlich schwierig. Weil in der Wikipedia haben sie ja eben eine entsprechend große Themenauswahl und eine entsprechend große Themenbreite. Ja, wenn Sie zu einem Stichwort den Artikel in einem Nachschlagewerk betrachten und den Artikel in der Wikipedia, dann sehen Sie, dass der letztere natürlich um Größenordnung größer typischerweise ist. Sehr aktuell, das sehen Sie beispielsweise, wann immer eine bekannte Persönlichkeit gestorben ist, wann immer diese Nachricht rumging, innerhalb von wenigen Minuten ist der entsprechende Wikipedia-Eintrag ergänzt worden um dieses Sterbedatum. Und darf man eben auch nicht vergessen, Theo, selbst wenn die Literatur, die Fachliteratur besser sein mag, das hilft Ihnen ja herzlich wenig eben in dem Moment, wenn Sie eben nicht selbst ein Fachexperte, eine Fachexpertin sind. So, der Nutzen der Wikipedia ist nicht wirklich sicher. Ja, so man muss die Wikipedia immer sehr vorsichtig nutzen, aber wir können ja erstmal damit beginnen, ein paar Punkte anzusprechen, bei denen wo man eigentlich ziemlich sicher sein kann, dass man sich darauf verlassen kann. Erst einmal, um überhaupt erstmal zu verstehen, worum geht es eigentlich, was ist. Ja, das Wikipedia ist ja eigentlich ein Nachschlagewerk für Begriffe. Und das, denke ich, soweit ich bisher gesehen habe, leistet sie, dass man einen ersten Einblick bekommt, was bedeutet dieser Begriff eigentlich prinzipiell. Dann gibt es durchaus Fakten, die sicherlich nicht diskutiert werden können und wo dementsprechend keine Verzerrungen vorkommen sollten. Zum Beispiel solche Fakten wie diese hier. Aber auch zum Beispiel, wenn Sie als Laie irgendwas suchen, dann fehlen in einem Thema, in dem Sie halt Laie sind, dann fehlen Ihnen häufig die geeigneten Suchbegriffe. Und da haben Sie eine gute Chance, dass Sie in der Wikipedia da fündig werden, um zu wissen, wonach müssen Sie eigentlich suchen. Auch weitere Aspekte, ja, dass diese Artikel so länglich sind und dann natürlich auch noch verweisen auf andere Artikel. Auf andere Artikel innerhalb der Wikipedia, beziehungsweise auch auf andere Quellen. Das erlaubt Ihnen natürlich zu sehen, dass es auch weitere Aspekte dieses Themas gibt. Sie müssen halt dafür tatsächlich etwas tun, was anscheinend viele Nutzer und Nutzerinnen der Wikipedia nicht unbedingt tun, nämlich runterscrollen, alles sich anschauen, vielleicht nicht alles bis aufs letzte Komma lesen, aber sich alles anschauen und alle Links mindestens innerhalb der Wikipedia, die möglicherweise relevant sind, dann auch entsprechend verfolgen. Dann sehen Sie eben,
durchaus, vielleicht nicht in seiner vollen Gesamtheit, aber in einer gewissen Gesamtheit das Thema mit all seinen Aspekten. Und natürlich auch Quellen. So, das ist ein wesentlicher Kritikpunkt, der immer wieder gemacht wird und der sicherlich auch zutrifft, der aber natürlich nur bei bestimmten Themen überhaupt zum Tragen kommt. Interessanterweise gibt es da, werden da Unterschiede gemacht, dass die deutschsprachige Wikipedia mehr unter Kritik steht, dass die englischsprachige Wikipedia der deutschsprachigen gegenübergestellt wird und behauptet wird, dass die deutschsprachige da noch problematischer sei als die englische. Die Frage ist, wie kann man da die Spreu von Weizen trennen? Das ist natürlich, wie man die Wikipedia, in der Wikipedia die Spreu von Weizen trennen kann, das ist natürlich keine Frage, die man abschließend beantworten kann. Da kann man sich natürlich nur versuchen zu sensibilisieren. Natürlich kann man sich die Frage stellen, muss man wirklich Wikipedia nutzen? Allerdings stellt sich die Frage sehr häufig nicht. Und ich habe auch schon selbst durchaus Fälle erlebt, in denen ich feststellen musste, die Wikipedia hat recht und die Fachliteratur hat nicht recht. Dass in der selbst die neueste Fachliteratur hat nicht unbedingt recht, dass also irgendwelche Fehler in der Fachliteratur von einem Autor zum nächsten sozusagen abgeschrieben werden. Aber in der Wikipedia ist es tatsächlich irgendwann mal korrigiert worden und steht korrigiert in dem Artikel drin. Ja, also wie gesagt, diejenigen, die behaupten, dass andere Literatur besser sei, stehen erstmal in der Beweispflicht. So, was häufig übersehen wird, ist, dass Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind über das, was in einem Artikel in der Wikipedia drinsteht, aber sich sicher sein wollen oder müssen, dass es da eine gute Möglichkeit typischerweise gibt, nämlich es gibt ja neben dem Artikelseite noch eine Versionshistorie, die Sie anklicken, die Sie durchforsten können, und eine Diskussionsseite zum Artikel, die alle Diskussionen enthält, dafür ist sie gedacht, die für diesen Artikel jemals da gemacht worden. Diese Seite ist sozusagen gedacht als Begleitung, kann man sozusagen verstehen als, ist nicht gedacht, aber kann man verstehen als Kommentierung des Artikels. Das ist, muss man sagen, gut strukturiert. Also man kann sehr schnell, wenn man eine ganz konkrete Frage hat, wo man sich nicht sicher ist, wie man damit umgehen soll mit dem, was in der Wikipedia steht oder mit dem, was in der Wikipedia ausgelassen, in dem Artikel ausgelassen ist, dann kommt man sehr, sehr schnell dahin und man kann sehen, was es so alles für kontroverse Diskussionen gab, also welche Themen so alles, welche Aspekte so alles kontrovers diskutiert worden sind, was alles nicht aufgenommen bzw. mal irgendwann eingefügt und wieder gelöscht wurde, auch nicht ganz unwichtig bei kontroversen Themen sicherlich. Und so etwas muss immer begründet werden auf der Diskussionsseite und Sie können sich dann ein eigenes Urteil darüber bilden, ob Sie die Gründe überzeugen oder ob Sie diese Gründe nicht überzeugen. Ja, also ich würde mal stark sagen, gerade bei kontroversen Themen ist der Wikipedia-Artikel plus der Diskussionsseite eigentlich so ziemlich die beste Quelle, die man haben kann, von der man aber aus natürlich dann auch immer weitergehen kann. Also weitere Quellen und so weiter, weitere Suchbegriffe lernen, mit denen dann man sich auch vielleicht andere Quellen erschließen kann und so weiter. Sich ein Grundwissen erwerben, mit dem man vielleicht auch Fachliteratur lesen kann, je nachdem, wie wichtig ein konkretes Thema einem ist und wie weit man bereit ist, dann entsprechend Zeit noch darüber hinaus zu investieren. Wenn man nicht bereit, nicht beliebig viel Zeit hat, dann, oder wenn einem das Thema nicht so beliebig wichtig ist, dann ist das Artikel plus die Verweise auf andere Artikel sicherlich auch soweit relevant, plus die zugehörigen Diskussionsseiten, denke ich, ein sehr, ja, also ich wüsste keine bessere Quelle typischerweise. Es mag in Einzelfällen bessere Quellen geben, aber so pauschal sicherlich nicht. So, wir hatten eben schon das Thema englischsprachige, deutschsprachige Wikipedia, dass angeblich die englischsprachige besser sei als die deutschsprachige. Dass englische Quellen oft besser sind, da ist wahrscheinlich schon was dran. Also bei Quellen zu originär deutschen Themen, ja, zum, zur Geschichte des Ludwigsplatzes,
des Wiesenplatzes in Darmstadt oder so etwas. Da wird man sicherlich eher auf deutschsprachige Quellen zurückgreifen. Die sind sicherlich da akkurater. Aber bei Themen von allgemeiner Bedeutung, wissenschaftliche Themen etwa, die Musik spielt halt im englischsprachigen Raum. Also die weit überwiegende Mehrzahl der Veröffentlichungen sind in Englisch. Tagungen, Konferenzen, Zeitschriften, Fachgesellschaften, alles, was international ist, ist heutzutage Englisch, sodass es also auch nicht unbedingt verwundert, dass man zu dem Schluss kommen kann, nicht muss, aber kann, dass englische Quellen oft besser sind. Es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, den ich hier an einem einfachen Beispiel mal aus der deutschsprachigen und der englischsprachigen Wikipedia hinnehmen möchte zur Illustration. Also dieses Beispiel hat natürlich wie üblich ein Beispiel keine Beweiskraft, aber dient vielleicht zur Illustration. Die englischsprachige Welt, die angelsächsische Welt ist viel stärker evidenzbasiert als die deutschsprachige Welt, was Sie zum Beispiel schon an so einem einfachen Beispiel sehen, dass sie erstmal widersprechen sich die beiden. Miteinander. Sie sehen hier unten clinically insignificant, aber wenn Sie sich das genau anschauen, ohne zu wissen, was jetzt die Wahrheit ist, ist die englischsprachige Version doch sicherlich glaubwürdiger als die deutschsprachige Version, unter anderem, weil sie mit Quellenverweisen zu Studien unterlegt ist und sie auch differenzierter ist. Als der deutschsprachige. Gut, also will natürlich nicht behaupten, dass man immer englischsprachige Quellen nehmen sollte, aber es kann auch nicht schaden, immer daran zu denken, dass man vielleicht doch nicht sich immer nur auf deutschsprachige Quellen beschränken sollte, beziehungsweise wenn dieselbe Quelle wie bei der Wikipedia in Deutsch und Englisch vorkommt, das mal zum Vergleich heranzuziehen. So. Da wir sind noch nicht fertig mit dem Recherchieren, ich möchte Sie noch auf einen anderen Punkt aufmerksam machen, der eben jetzt nicht mehr textuell ist, sondern es wird ja häufig mit Bildsprache gearbeitet. Und mit Bildsprache zu arbeiten heißt zu illustrieren, zu veranschaulichen, bietet aber gute Möglichkeiten, absichtlich oder vielleicht sogar unabsichtlich zu manipulieren. Das will ich Ihnen anhand ein paar typischer Beispiele zeigen. Nehmen wir hier dieses erste Beispiel her. Sie sehen hier zweimal dieselbe Kurve, zweimal dieselben Daten über die Zeit abgetragen. Die Details interessieren hier nicht. Aber es geht um die Renditeentwicklung einer Geldanlage, zum Beispiel irgendein Fonds, Aktienfonds oder so etwas in der bisherigen Vergangenheit. Sie werden vielleicht in den Werbebroschüren dieses Diagramm hier sehen, was ja sehr, wenn wir jetzt mal die Skala hier nicht abtragen, aber so von der Bildsprache her sehr gut aussieht, nicht? Aber wenn Sie dann noch einberechnen, was alles weggeht, der Ausgabeaufschlag, sodass Sie also am Anfang der Zeit, wenn Sie sich da in diese Geldanlage einkaufen, dann sind Sie ja erstmal im Minus durch den Ausgabeaufschlag, der sofort fällig wird. Und dann durch die Depotführungsgebühren wird immer was abgezogen. Das heißt, die Kurve ist in Wirklichkeit ein bisschen flacher in so einer Niedrigzinsphase wie jetzt, wo aber die Depotführungsgebühren eben, dann schlagen die halt doch ein bisschen durch. Das heißt, kann schon mal deutlich flacher sein als die Kurve, die Ihnen hier dann gezeigt wird. Also dieses Beispiel hat mich inspiriert, hier wurde ich inspiriert von realen Werbebroschüren für Geldanlagen. Das ist also kein akademisches, aus der Luft gegriffenes Beispiel, nur halt ein bisschen dann anonymisiert. Oder nehmen Sie hier dieses Beispiel. Sie finden manchmal solche Kurven auch in Zeitungen, Zeitschriften, im politischen Bereich oder im wirtschaftlichen Bereich beispielsweise, wo Sie hier eine deutliche Entwicklung sehen. Und wenn Sie hier auf der Y-Achse sehen, dann stellen Sie fest, Moment, das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Y-Achse. Und wenn man jetzt die Y-Achse als Ganzes sieht, dann sehen Sie, dass fast gar nichts passiert ist. Also der optische Eindruck, der Ihnen vermittelt wird,
gegen den sie sozusagen ankämpfen müssen, wenn sie wirklich den richtigen Eindruck mit herausnehmen wollen aus der Lektüre. Der wird hier extrem erhöht. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel her. Sie haben hier einen zeitlichen Verlauf, beispielsweise irgendwelche Zinsentwicklungen oder irgendwas, wie auch immer, im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich, was auch immer. Und jemand entscheidet sich dafür, dass dieser Bereich hier, der aus welchem Grund auch immer der wichtige ist, präsentiert Ihnen nur diesen Bereich. Könnte mit Absicht der Manipulation sein, denn wie Sie sehen, ergibt sich ja da ein völlig anderes Bild, dass wir auf dem absteigenden Ast sind, als wenn wir dieses Beispiel hernehmen, wenn wir diese gesamte Kurve hernehmen. Oder ein sehr häufig benutztes Stilmittel zur Veranschaulichung ist, wenn Kurven viel zu steil sind, dann nimmt man häufig eine logarithmische Skala. Also hier haben wir ein Beispiel, eine normale Skala, wie Sie sie kennen aus dem Mathematikunterricht, Koordinatensystem, eine Kurve, die sozusagen abhaut, hier also explosiv sich steigert, exponentiell beispielsweise, könnte das sein. Und dann geht man oft über zu einer solchen logarithmischen Skala, wo Sie sehen, statt 1, 2, 3, geht es jeweils um eine Größenordnung weiter. Größenordnung 1, Größenordnung 10, Größenordnung 100, also 1 hoch 1, 1, Entschuldigung, 10 hoch 0, 10 hoch 1, 10 hoch 2, 10 hoch 3 und so weiter. Und Sie sehen, dass sich da natürlich auch wieder ein völlig anderer optischer Eindruck ergibt als bei der richtigen Skala. Das heißt also, Sie müssen immer, wenn Sie eine, wenn Ihnen ein Diagramm wichtig ist, wenn Sie einen Zeitungsartikel oder ähnliches nicht einfach nur aus Langeweile zum Entertainment, zum Infotainment lesen, sondern wenn Sie wirklich Informationen daraus ziehen wollen, dann müssen Sie sich immer auch die Skalen hier ansehen, wie die genau aussehen und müssen dann eben versuchen, das zurückzurechnen. Was bedeutet denn das, dass diese degressive Kurve hier, die so aussieht, als ob sich irgendwas abschwächen würde, als ob sich das Wachstum abschwächen würde, um genau zu sein, dass das in Wirklichkeit eine Kurve ist, bei der das Wachstum immer schneller und immer schneller wird. Oder umgekehrt. Hier, auch das kann man zuweilen sehen. Sie sehen jetzt hier ein Diagramm, was ein Balkendiagramm, was so aussieht, als ob das Phänomen, um das es hier geht, immer weiter wächst. Aber Sie sehen hier unten, dass die Zusammenfassung, das, was immer eine Länge eines Balkens hier ist, dass diese Zusammenfassungen gar nicht identisch sind, sondern dass dieser Balken hier viel mehr Jahre umfasst als der, doppelt so viele wie der und der doppelt so viele wie der. Und wenn man das wieder aufdröselt, dann stellt man fest, dass es gar keine große Entwicklung gegeben hat. Ja, also auch solche Sachen. Sie müssen immer ins Kleingedruckte schauen, da kommen Sie nicht drum herum. Was auch häufig gemacht wird, ist, dass Sie nur wenige Datenpunkte haben. In diesem Beispiel habe ich jetzt drei genommen. Und bei drei Punkten kann man überhaupt nichts darüber sagen. Nicht mal annäherungsweise, wie die Kurve eigentlich aussieht, aus diesen drei Datenpunkten, von der diese drei Datenpunkte genommen worden sind. Also wie eigentlich der Sachverhalt dahinter, von dem wir nur diese drei Datenpunkte haben, wie der eigentlich genau aussieht. Das hindert aber doch viele Leute nicht daran, die Daten so zu aufbereiten, indem sie da zum Beispiel so eine Kurve durchlegen, so wie hier, so eine schöne geschwungene Kurve, vielleicht eine Parabel, und dann sozusagen den Eindruck zu vermitteln, das ist jetzt die Wahrheit. Vielleicht sogar die drei Datenpunkte wegzulassen und nur die Kurve zu zeigen, sodass man gar nicht mehr sieht, dass das nur diese drei Datenpunkte waren, die zu dieser Kurve geführt haben. Irgendwo steht hoffentlich wenigstens im Kleingedruckten drin, dass das eine Schätzung ist. Also nur eine Schätzung ist, aber das sagt Ihnen natürlich wenig darüber, wie nah oder wie weit von der Realität diese Schätzung ist. Besonders problematisch ist es natürlich hier. Interpolation zwischen den Datenpunkten kann man vielleicht noch ein bisschen vertreten, aber Extrapolation
über den letzten Datenpunkt hinaus, das ist natürlich dann reine Kaffeesatzleserei. Ja, die Kurve, man hätte genauso gut hier eine andere Kurve durchziehen können, die hier besonders hoch geht. Besonders schneller hoch geht, oder man hätte auch eine Kurve durchziehen können, die jetzt hier wieder absteigend wird oder irgendetwas. Hier, das ist eine interessante optische Täuschung, mit der gerne gearbeitet wird, ob jetzt bewusst manipulierend oder nicht, sei mal dahingestellt. Wenn zum Beispiel die Verdopplung eines Wertes, beispielsweise Bruttosozialprodukt einer Volkswirtschaft von einem Jahr X und einem Jahr Y dargestellt wird, dann wird es manchmal dargestellt durch so eine zweidimensionale Abbildung von irgendeinem Symbolbild, was halt verdoppelt wird. Aber der optische Eindruck, dadurch, dass es halt in beiden Dimensionen verdoppelt wird, ist der optische Eindruck, der sozusagen bei uns in der Intuition, dem Unterbewusstsein ankommt, ein ganz anderer, nämlich einer, der eher in Richtung Vervierfachung geht. Denn tatsächlich ist die Fläche dieses Symbolbildes hier viermal so groß wie die Fläche dieses Symbolbildes, weil in beiden Dimensionen halt eine Verdopplung stattgefunden hat. Das kann man auch noch fortführen, zum Beispiel mit drei Dimensionen. Okay, was heißt zum Beispiel mit vier Dimensionen? Wird es langsam schwierig. Dieser Würfel hat doppelt so große Seitenlänge wie dieser Würfel, hat dementsprechend achtmal so viel, so großes Volumen, und durch die 3D-Zeichnung kommt in unserem Unterbewusstsein durchaus diese Verachtfachung dabei an. Oder auch zum Beispiel, dass Bildsprache dann schon wertend ist, dass da schon wertende Elemente drin sind, die Ihnen von vornherein suggerieren, wenn Sie sich nicht bewusst gegen das Framing wehren, von vornherein suggerieren, aha, das ist schlecht, wenig ist schlecht, viel ist gut. So, Farben haben wir jetzt hier noch nicht besprochen, werden wir auch nicht tief eingehen. Aber da gibt es so eine ganz einfache Grundregel, die sehr häufig auch im politischen Bereich, in Medien, in Publikumsmedien verletzt wird. Achten Sie mal drauf. Große Farbunterschiede. Man will immer, gerade in Publikumsmedien, die sich ja verkaufen sollen, will man ja immer was Dramatisches zeigen. Das heißt, man wird zum große Unterschiede, oder man wird immer dazu neigen, große Farbunterschiede zu machen. Denken Sie beispielsweise an die vielen, vielen Bilder von Deutschland, die Sie gesehen haben, die ganzen Landkreise mit den Corona-Inzidenzen, die wir ja vor ein paar Jahren hatten. Oder wir können auch irgendein anderes Beispiel hernehmen mit Arbeitslosigkeit oder egal was. Ja, dann wird man immer dazu neigen, um das möglichst zu dramatisieren, dramatische Farbunterschiede machen zwischen Knallrot und Knallgrün zum Beispiel. Knallrot die schlechtesten Landkreise, Knallgrün die besten Landkreise, und irgendwie dann so über Gelb so eine Farbpalette, so eine Farbskala Rot, Gelb, Grün mit verschiedenen Abstufungen für die Landkreise, die zwischen dem schlechtesten und dem besten Landkreis sind. Aber wenn Sie werden ja typischerweise hoffentlich eine Skala da sehen, und anhand derer können Sie häufig erkennen, aha, der Unterschied zwischen dem knallroten schlechtesten Landkreis und dem knallgrün besten Landkreis ist eigentlich gar nicht viel, ist eigentlich marginal. Und eigentlich wäre es seriös, in so einem Fall dann tatsächlich schwache Farbschattierungen zu machen von beispielsweise hellerem Blau bis dunklerem Blau oder so etwas. Also vielleicht bei einer Farbe tatsächlich zu bleiben, wie etwa Blau, vielleicht von weiß bis schwarz, oder eben nicht von weiß bis schwarz, sondern nur von eben hellem Blau zu dunklem Blau, um auch durch die Farbgebung zu zeigen, das wäre seriös, wenn man durch die Farbgebung zeigt, die Unterschiede sind ja gar nicht so groß. Ja, ein Beispiel noch möchte ich zu Farben sagen, die Lebensmittelampel, die immer mal wieder hochkommt. Ja, Sie erinnern sich vielleicht, es gibt immer mal wieder den Vorschlag, Verpackungen von Lebensmitteln da eine Ampelfarbe draufzusetzen, rot, gelb, grün, je nachdem, welche als problematisch angesehenen Bestandteile in besonders großer Menge darin vorkommen, zum Beispiel Zucker, Fett, Kalorien,
als besonders schädlich angesehenen Formen von Fettsäuren und so weiter. Und aus diesen ganzen verschiedenen Anteilen dann eine Farbe zusammenzumischen. Ja, solche Sachen sind immer wieder in der Diskussion. Und das wäre eine gewisse Form. Wir hatten am Anfang dieser Veranstaltung beim Kapitel 01 intensiv das Thema Operationalisierung. Das wäre ein Beispiel für eine Operationalisierung, wie man messen, in Anführungszeichen messen kann, grob messen kann, wie gesund oder ungesund ein Lebensmittel ist, wie man das dann an die Endnutzer, an die Konsumenten kommunizieren kann. Problem an der Sache ist aber, dass wenn da ein Lebensmittel als grün deklariert ist, also als gesund deklariert ist, gut, das ist natürlich ein Beispiel, was nicht ganz ernst gemeint ist, was aber die Problematik sicherlich zeigt. Also nach so einer Skala mit so einer Auswahl von gefährlichen, problematischen Stoffen, wenn man auf der Basis so eine Ampel dann definiert, dann heißt das ja ganz konkret, alles, was nicht in dieser Aufzählung hier oben berücksichtigt ist, wie zum Beispiel Cyankali, kommt nicht rein. Und wenn nur eben Zucker, Salz, Fett und gesättigte Fettsäuren in ausreichend geringer Menge vorkommen, dann ist das dieses Lebensmittel eben grün. Hat natürlich auch noch Konsequenzen für die Zusammensetzung der Produkte, nicht unbedingt die erwünschten, das weniger schon die erwünschte Konsequenz, dass beispielsweise weniger Zucker reinkommt in das Produkt, aber dass diese Ersatzstoffe, wie zum Beispiel Süßungsmittel anstelle von Zucker, dass diese Ersatzstoffe ebenfalls nicht ganz unproblematisch sind, aber sie sind nicht in der Auswahl derjenigen Zutaten, derjenigen Inhaltsstoffe drin, die als problematisch hier hergenommen werden. Und dementsprechend sorgen Sie nicht dafür, dass jetzt eine gelbe oder gar rote Farbe da herauskommt, obwohl sie ebenfalls problematisch sein könnten. So, noch ein Punkt, Bildsprache. Sie haben oft netzwerkartige Darstellungen, so wie hier. Das ist ein klassisches Beispiel aus den Sozialwissenschaften, soziale Netzwerke. Also der Begriff soziale Netzwerke ist älter als das, was Sie als soziale Medien kennen, hat ursprünglich solche Sachen wie hier bezeichnet. Dieses klassische Beispiel sind die reichen Familien in Florenz zur Zeit der Renaissance. Sie kennen vielleicht die Medici. Und zwei Beispiele dafür, für dieses soziale Netzwerk, das sich dadurch ergibt. Die Knotenpunkte sind diese Familien und eine Kante, eine Verbindung ist dann gezogen zwischen zwei Familien, wenn es mindestens eine Heiratsbeziehung zwischen diesen beiden Familien gibt. Und Und Sie können sich dann die Frage beispielsweise stellen, die soziologische Frage, inwieweit die Heiratspolitik der Medici dazu führt, dass sie so zentral sind, oder inwieweit umgekehrt die Medici so eine erfolgreiche Heiratspolitik durchführen können, dadurch, dass sie so zentral sind, oder solche Fragestellungen. Dafür ist es notwendig, dass diese bildhafte Darstellung. Sie können ja verschiedene bildhafte. Sie sehen jetzt hier nur zwei Beispiele, wie die völlig unterschiedlich platziert sind. Nicht ganz unterschiedlich, weil das Netzwerk hat nun mal eine gewisse Struktur. Aber Sie sehen schon so ein bisschen andeutungsweise, worauf es ankommt. Nämlich erstens mal, dem Auge werden hier durch die Darstellung, durch die Platzierung der einzelnen Punkte, werden dem Auge bestimmte Informationen gegeben, zum Beispiel, dass die Medici hier sehr zentral sind und die Strotze hier nochmal sehr zentral sind und so weiter. Und dass andere, wie hier diese Familien, eher peripher sind. Informationen sollten natürlich
Also die Platzierung sollte so sein, dass die richtigen Informationen, die tatsächlichen Informationen, dass diejenigen, die wirklich in der Struktur zentral sind, auch wirklich zentral hier gezeichnet werden und diejenigen, die wirklich in der Struktur peripher sind, auch peripher gezeichnet werden. Solche Informationen sollten natürlich nicht verfälscht werden. Ja, es sollte nicht so aussehen. Man könnte theoretisch auch beispielsweise diese Familie Bisceri in die Mitte stellen und alles andere drumherum zeichnen. Das ginge auch, wäre aber sicherlich eine Verfälschung der realen Sachverhalte. Ja, wir reden hier von Sachverhalten, die man schlecht quantifizieren kann, wo man sich darauf verlassen muss, dass das Auge, dass wir mit unserem Apparat im Kopf dann die richtigen Schlussfolgerungen und zumindest die richtigen Hinweise herausnehmen. Also Schlussfolgerungen muss man natürlich vorsichtig sein, aber zumindest Hinweise, wonach man eigentlich suchen soll. So, dazu gibt es in der Informatik ein ganz eigenes Forschungsgebiet, ein ziemlich großes Forschungsgebiet, Graphenzeichnen mit eigenen Konferenzen und Zeitschriften, Fachgesellschaft und so weiter und so fort. Genau für solche Sachen. Sie müssen sich ja überlegen, das ist ja nur ein einzelnes Beispiel. Denken Sie an beispielsweise Fahrpläne im ÖPNV, ist auch eine Form von Graphenzeichnen, wo aber die Vorgaben andere sind, nämlich typischerweise die, dass alle Linien senkrecht, waagerecht oder diagonal gezeichnet werden. Und dass die geografischen Distanzen jetzt nicht unbedingt strikt eingehalten werden müssen, aber auch nicht völlig verfälscht dargestellt werden dürfen, dann haben Sie solche Problematiken wie zum Beispiel eben wie hier Annotationen so ranzusetzen, dass das Ganze übersichtlich bleibt. Sie haben andere Situationen, in denen diese Netzwerke hierarchisch sind, wo Sie die dann von links nach rechts oder von oben nach unten korrekt nach ihrer Hierarchie darstellen sollen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben tatsächlich hier ein veritables Forschungsgebiet. Und was ich eben schon gesagt habe, dass die wirklich enthaltenen Informationen möglichst gut aufbereitet sind und dass Informationen, die nicht drin sind, dass eben nicht die falschen Familien ins Zentrum der Darstellung oder dass nicht zwei Familien, die nichts miteinander zu tun haben, nicht nah beieinander gezeichnet sein sollten, sondern zwei Familien, die wirklich nur sehr indirekt über eine ganze Kette von anderen Familien miteinander verbunden sind, dass die weit auseinander gezeichnet werden sollten und so weiter. Natürlich muss die Darstellung auch übersichtlich sein, sonst bringt das Ganze nichts, denn es ist ja aufbereitet für Ihre Intuition. Und auch solche Dinge müssen dann halt mit da hinein in die Zeichnung. Also es ist ein sehr schwieriges Thema, vor allem wenn Sie mit mir denken, dass Sie nicht nur so kleine Darstellungen haben, sondern vielleicht soziale Netzwerke, die gigantisch groß sind. Da gibt es, wo Sie gar nicht alle Informationen gleichzeitig darstellen können, wo Sie also dann noch den Nutzer, der Nutzerin Möglichkeiten geben müssen, hineinzuzoomen, bestimmte Informationen abzurufen, die nach Bedarf und so weiter. Also das ist schon eine sehr schwierige Forschungsfrage, ganz allgemein. Und auch dieser Punkt sollte nicht vergessen werden, wenn man mit solchen Darstellungen von Netzwerken, müssen nicht soziale Netzwerke sein, der ÖPNV hatte ich eben als Beispiel genannt, denken Sie an elektrische Schaltpläne und so weiter. Es sollte jetzt nicht so krass hässlich sein, dass man mit Widerwillen nur drauf schaut. So, damit sind wir mit dem Thema Bildsprache soweit fertig. Wir verlassen jetzt das Thema zielführend recherchieren. Das war jetzt alles noch, auch mit Bildsprache, zu diesem Thema. Also zielführend recherchieren heißt eben immer auch kritisch recherchieren. Ich möchte jetzt auf ein ganz anderes Thema kommen. Als ich diesen Abschnitt in das Kapitel eingefügt hatte vor ein paar Jahren, war das noch nicht so brandaktuell wie jetzt. Stichwort ChatGPT. Aber das ist eine Entwicklung aus dem MINT-Bereich, die uns alle immer mehr angeht. Egal, ob wir in MINT oder in anderen Bereichen uns tummeln. Und deshalb ist es wichtig, da etwas Grundlagenwissen, Grundlagenverständnis zu haben. Und das möchte ich Ihnen vermitteln. Einerseits Grundlagenverständnis, was ist das überhaupt? Wie funktioniert das überhaupt? Da werden wir natürlich nicht in die Tiefe gehen. Wir werden keine Mathematik betreiben, gar nichts.
Und aber auch wieder die Frage, was bedeutet das eigentlich gesellschaftlich? Wobei man bei der Frage, was bedeutet das gesellschaftlich, muss man sagen, dass da wird man von der Entwicklung wahrscheinlich jederzeit überholt und überrollt. Gut, versuchen wir es. Maschinelles Lernen. Was ist das? Das vielleicht als Einführung vom Wissen aus Erfahrung. Erfahrung heißt, das werden wir dann sehen, Datensätze aus der Vergangenheit, die wir nutzen, um für zukünftige Anwendungen zu lernen. Es ist im Prinzip nichts anderes als Analyse von empirischen Daten. Im Grunde ist es salopp gesagt nichts anderes als Statistik, nur jetzt mit Möglichkeiten, mit hohen Rechenkapazitäten jetzt ganz andere Fragen zu beantworten, als man mit klassischer Statistik hätte beantworten können und sehr viel schneller auch. So, das Ganze ist auch ein großer Markt und wo ein Markt ist, gibt es auch Buzzwords, also irgendwelche werbeträchtigen Begriffe. Künstliche Intelligenz, ja, in der Informatik spricht man doch lieber von maschinellem Lernen als von künstlicher Intelligenz oder Artificial Intelligence. Machine Learning im Englischen. Der Begriff ist einfach seriöser. Big Data ist ein Begriff, der auch in dem Zusammenhang gerne verwendet wird. Und oft genug, wenn Sie in Zeitungen, Zeitschriften, in Medien, Fernsehen, im Internet irgendwelche Artikel darüber lesen oder hören, dann taucht immer der Begriff auch Algorithmus gerne auf. Und wir werden auch jetzt erstmal klären, was damit auf sich hat. Was ist der Unterschied? Was ist überhaupt ein Algorithmus? So, was sind Algorithmen in den Medien? Wenn Sie in den Medien schauen, wie der Begriff Algorithmus verwendet wird, das ist natürlich jetzt meine Erfahrung. Sie mögen vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben, aber ich glaube eher nicht. Dann fällt erstmal etwas auf, dass Algorithmen insbesondere in der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, dass dieser Begriff dafür verwendet wird. Also angefangen bei demografischen Daten, angefangen bei ihren Identifikationsdaten, Name, Anschrift und so weiter, Telefonnummer, GPS-Signal von ihrem Smartphone, Kaufverhalten und so weiter und so fort, ja, was sie mit Karte, mit ihrer Payback- oder Deutschlandkarte da an Daten hinterlassen, was sie bei Online-Händlern an Daten hinterlassen und so fort, dass sie also die Menschen durchleuchten, dass sie dementsprechend auch die Möglichkeit bekommen, Menschen zu kontrollieren, also zum Beispiel das Kaufverhalten von Menschen zu kontrollieren und auch zu manipulieren. Also kontrollieren eben erst einmal zu kontrollieren, wo war diese Person wann beispielsweise mit den GPS-Daten ihres Smartphones und manipulieren dann eben das Kaufverhalten. Also in den Medien, also mein Eindruck ist, Algorithmen werden in den Medien als etwas Böses dargestellt. Meine Denomination, meine Fachrichtung innerhalb der Informatik ist Algorithmik, sodass ich da also ein wenig ja, sensibilisiert bin für solche Darstellungen und möchte Ihnen kurz erläutern, was der Begriff Algorithmus in der Informatik bedeutet. In der Informatik ist das ein technischer Begriff, der bestimmte Dinge beinhaltet, die weder gut noch böse sind. Also ein wertneutraler Begriff. Und zwar eine Bearbeitungsvorschrift. Ja, oft wird als Beispiel auch ein Kochrezept für Bearbeitungsvorschriften aus dem täglichen Leben hergenommen. Ein Kochrezept ist auch eine abstrakte Bearbeitungsvorschrift oder eine Partitur in Notensystem abgefasst, ist auch eine Bearbeitungsvorschrift, wenn man so will. Die Bearbeitung ist da eben, dass man diese Partitur nachspielt. So, Ausgabedaten aus Eingabedaten berechnet. Ja gut, beim Kochrezept kann man noch sagen, die Eingabedaten sind die Zutaten und der Herd und so weiter und die Temperatur, auf die man den Herd den Backofen einstellen soll. Und Ausgabedaten ist dann halt der Kuchen, wenn man versucht, das Beispiel weiterzuführen.
Und ansonsten nichts tut. Das ist zum Beispiel keine Steuerung von irgendwelchen Sachen. Also es ist zum Beispiel keine Ampelsteuerung. Eine Ampelsteuerung ist von der Logik her darauf ausgelegt, dass sie unendlich lange läuft. Kann natürlich irgendwann mal ausfallen oder kann durch Intervention von außen gezielt beendet werden. Aber zunächst mal, solange nicht sowas passiert, solange läuft die Ampelsteuerung weiter. Und das ist eben ein Unterschied zu Algorithmen. Ein Algorithmus, da packt man Eingabedaten rein, dann rechnet er, dann tut er irgendwas, gibt Ausgabedaten raus und ist damit zu Ende. Das ist das Kennzeichen von Algorithmen. Zum Beispiel Rechenergebnisse nicht. Das ist die ursprüngliche der ursprüngliche Anwendungsbereich von Informatik erst einmal gewesen. Numerische Rechenergebnisse, zum Beispiel Übersetzung. Sie haben einen Text in einer Sprache und übersetzen den in eine andere, wollen den in eine andere Sprache übersetzen. Eine Software, die das leistet, diese Übersetzung, ist auch ein Algorithmus, denn sie hat den Text in der einen Sprache als Eingabedaten und den Text in der anderen Sprache als Ausgabedaten. Und wenn die Ausgabe fertig ist und rausgegeben wurde, dann ist dieser Übersetzer zu Ende. Zum Beispiel Verschlüsselung von Nachrichten, Entschlüsselung von Nachrichten. Ja, Sie in dem Verschlüsselungsalgorithmus geben Sie die nicht verschlüsselte Botschaft, die nicht verschlüsselte Nachricht hinein. Der rechnet und gibt als Ergebnis dieselbe Nachricht verschlüsselt raus und ist damit zu Ende. Und Entschlüsselung entsprechend dasselbe. Die verschlüsselte Nachricht kommt als Eingabedaten rein in den Entschlüsselungsalgorithmus. Und der rechnet dann, gibt dieselbe Nachricht entschlüsselt aus und beendet sich dann, ist also ein Algorithmus. Zum Beispiel auch Route im Navi berechnen. Ja, den Startpunkt hat man ja typischerweise durch die GPS-Daten im Navi. Und den Endpunkt, den gibt man dann an. Das sind die Eingabedaten, den Endpunkt. Vielleicht geben Sie noch irgendwelche Informationen weiter an, dass Sie nicht jetzt, sondern irgendwann so Rush Hour starten wollen oder so etwas. Das sind die Eingaben und die Ausgabe ist dann die Route, die dann berechnet wird und die Sie dann abfahren können. Und wann immer Sie von der Route abweichen, merkt das Navi das natürlich und schmeißt den Routensuchalgorithmus wieder an, um von diesem abweichenden Punkt, wo sie nicht mehr auf der Route sind, dann wieder eine neue Route zu berechnen. Zum Beispiel im Finanzhandel, solche Entscheidungen im Hochfrequenzhandel, wo es viel zu schnell zugeht, als dass Menschen noch mitentscheiden könnten. Das sind dann zum Beispiel auch, da ist dann die Information sehr, sehr, sehr übersichtlich, sehr, sehr einfach strukturiert für die und die Aktie eben. So, die Order zu verkaufen und für die Aktien die Order zu halten und so weiter. Oder zum Beispiel innerhalb von Prozessen, zum Beispiel Thermostat, beispielsweise irgendwas alles mit Thermostat, denken Sie an Heizungen, thermostatgesteuerte Heizungen oder thermostatgesteuerter Kühlschrank. Diese Steuerung selber ist kein Algorithmus, aber diese Steuerung ruft dann, wenn Sie ein Abweichen der Ist von der Solltemperatur feststellt, eine ausreichend große Abweichung feststellt, ruft sie dann einen Algorithmus auf, der dann wieder entsprechend die Kühlung oder die Heizung entsprechend anschmeißt und wenn der Unterschied zwischen Ist- und Solltemperatur ausreichend klein ist, ist dieser Algorithmus dann beendet. So, was ich gerne versuche, um Algorithmus zu erklären, ist, dass ich bestimmte Verben hernehme. Hier sind so ein paar Verben. Also, Komponenten in einer IT-Lösung. Ja, wir haben ja heutzutage typischerweise nicht einfach so einen Algorithmus irgendwo drin, sondern eine große IT-Lösung mit Netzwerkverbindung, beispielsweise Internetverbindung und mit grafischer Benutzerschnittstelle und so weiter. Und darin gibt es viele kleine Komponenten für bestimmte Teilaufgaben, auf die solche Verben passen. Verben wie die ist nicht vollständig, diese Aufzählung, aber so etwas entsprechend. Und jede Komponente, deren Aufgabe sich beschreiben lässt durch so ein Verb,
kann man sagen, ist dann ein Algorithmus. Ja, Suchen zum Beispiel bekommt eine Anfrage zum Suchen, Informationen, was gesucht werden soll, und sucht das dann heraus. So, versuchen wir etwas näher ranzukommen. Wir haben einen Algorithmus, da haben wir dann die Daten für einen Einzelfall drin, beispielsweise, und Ergebnis für diesen Einzelfall. Und da gibt es auch schon einfache Beispiele für solche Algorithmen, die man in der Informatik etwa lernt man Algorithmen kennen für diese Problematik, fürs Sortieren. Im zweiten Fachsemester lernt man die kennen. Ist nicht weiter wichtig. Sie haben eine Sequenz beispielsweise von Zahlen, ja, von irgendwelchen Zahlen und sollen diese selbe Sequenz wieder herausgeben, aber aufsteigend sortiert. Die kleinste Zahl als erstes, die größte Zahl als letztes. Ist ein gut verstandenes Problem, für das es auch schnelle Algorithmen gibt in der Informatik, ist ein einfaches Beispiel. Eine einzelne unsortierte Sequenz von Zahlen wird reingegeben und dieselbe Sequenz aber aufsteigend sortiert, mit der kleinsten Zahl als ersten, der zweitkleinsten Zahl als zweiter und so weiter und der größten Zahl als letzter. Ist dann die Ausgabe. Oder zum Beispiel so etwas. Es werden Umfrageergebnisse als Einzelfall hereingegeben und der Algorithmus macht daraus ein Tortendiagramm. Ja, auch wieder ein Beispiel dafür. Daten werden reingegeben, es wird etwas berechnet, in diesem Fall eine geometrische Darstellung, eine visuelle Darstellung in 2D, das Tortendiagramm, und es wird auch die Daten dafür, um das Tortendiagramm zu zeichnen, werden dann ausgegeben. Oder was wir auch schon hatten, eben, wenn Sie zurückgucken, relativ früh in diesem Kapitel 02 hatten wir das Thema Korrelation und Kausalität. Und Sie haben da gesehen, wir hatten Datenpunkte im zweidimensionalen, also Paare von Datenpunkten, und haben uns damit befasst, wie weit diese beiden Größen, von denen wir Datenpunkte haben, miteinander korreliert sind. Auch das ist ein Beispiel für einen Algorithmus, nämlich hier kommen die Datenpunkte rein und hier kommt dann der Korrelationskoeffizient heraus. So, aber wir haben auch ein paar Beispiele eben schon gesehen, wo noch weitere Daten reinkommen müssen. Ja, ich hatte das beim Kochrezept gesagt, dass nicht nur die Zutaten beim Kochrezept sind sozusagen die Daten für den Einzelfall, für diesen speziellen Kuchen, den Sie backen wollen. Und als Datenbasis gibt es dann noch, das Beispiel hinkt jetzt ein bisschen, den Backofen mit seinen ganzen Einstellungen und so weiter. Nehmen wir jetzt hier wieder ein etwas anderes Beispiel her, aus der Informatik dann, oder beziehungsweise aus dem täglichen Leben, wo die Informatik dann eine Rolle spielt. Die Suchanfrage im Navi. Da sind die Daten für den Einzelfall, ihre jetzige Position per GPS und der Ort, wo sie hinwollen. Aber sind ja nicht die einzigen Daten, die in die Routensuche reingehen, sondern das Kartenmaterial geht ja auch mit hinein und das ist die Datenbasis. Ja? Dieses Kartenmaterial ändert sich nicht von Anfrage zu Anfrage, außer es gibt mal wieder eine Aktualisierung. Aber solange es keine Aktualisierung gibt, bleibt die Datenbasis immer dieselbe. Sie können unzählige Anfragen für unzählige Einzelfälle stellen, immer auf Basis derselben Datenbasis und kriegen dann für diesen Einzelfall dann ein entsprechendes Einzelfallergebnis heraus. Ja, auch das Beispiel, was wir eben schon hatten, Übersetzung eines Textes aus einer Sprache in eine andere, da muss natürlich auch eine Datenbasis da sein, die eben für die Übersetzung notwendig ist, mindestens erstmal ein Wörterbuch, ein Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch oder so etwas. Und dann entsprechend auch grammatikalische Informationen und so weiter. Und zum Beispiel Schachprogramm. Ein Schachprogramm ist zunächst einmal kein Algorithmus, aber jedes Mal, wenn das Schachprogramm dran ist, wenn der andere, der seinen Zug gemacht hat und das Schachprogramm jetzt wieder seinen Zug berechnen soll, dann wird das, was dann angeworfen wird, dann ist das natürlich ein Algorithmus. Der bekommt die aktuelle Stellung, für die er jetzt den nächsten Zug berechnen soll. Das sind die Daten für den Einzelfall. Und hat aber eine große Sammlung von Daten, wie als Datenbasis
auf die er zurückgreifen kann, um einen möglichst guten Zug zu finden. Oder ein sehr einfaches Beispiel hier in Tukan. Sie geben jemand im Studienbüro gibt eine Matrikelnummer ein und bekommt von dem Studierenden oder der Studierenden mit dieser Matrikelnummer dann den Notenspiegel. Ja. Eingabedaten für den Einzelfall, Notenspiegel kommt zurück. Die Datenbasis ist natürlich der ganze Inhalt von Tukan. So, also wir können beide Fälle zusammenfassen, dadurch, dass wir einfach hier hinschreiben, die Datenbasis ist optional. Wir haben immer Daten für einen Einzelfall und wollen ja auch ein Ergebnis für diesen Einzelfall haben. In manchen Fällen, wie beim Sortieren, brauchen wir keine Datenbasis. In anderen Fällen, wie Navi, brauchen wir eine Datenbasis, deshalb hier optional. Also das ist sozusagen das Bild von Algorithmus, was Sie mit ins Weitere herausnehmen sollten. So, jetzt machen wir eine Verfeinerung. Jetzt kommen wir zum maschinellen Lernen. Und zwar gibt es die Algorithmen, hier geht es um Algorithmen, die Stellschrauben haben. Die kleine, wo man irgendwelche Werte willkürlich setzen kann. Und je nachdem, wie man diese Werte setzt, beeinflusst das den Verlauf des Algorithmus und beeinflusst dementsprechend auch das Ergebnis, das dabei herauskommt. Diese Stellschrauben sind, die nennen wir Parameter in der Informatik und auch in der Mathematik. Wollen wir auch hier Parameter nennen. Das heißt also, wir haben drei Einflüsse, die in das Ergebnis für den Einzelfall einfließen. Erstmal natürlich die Daten für den Einzelfall selber. Das ist klar. Dann die Datenbasis, die wir schon erarbeitet haben. Und dann die Werte für die Parameter. Ja, diese Werte sind willkürlich setzbar, aber wir wollen sie nicht beliebig willkürlich setzen, sondern wir wollen sie möglichst gut setzen. Wir wollen sie so setzen, dass möglichst gute Ergebnisse für den Einzelfall herauskommen. Ja, bei sowas wie Navi ist das kein Thema, weil wir brauchen keine Parameter, um die bestmögliche Route herauszusetzen, sondern die Algorithmen, die da eingesetzt werden, die sind nicht parametrisiert, die brauchen keine Parameter. Aber im Bereich maschinelles Lernen, wenn es beispielsweise darum geht, ich will ein Beispiel vorgreifen, die Klassifikation von Bildern von Hautanomalien, ob sie ein Tumor sind oder nicht, und wenn sie ein Tumor sind, ob sie bösartig oder gutartig sind, das ist etwas, für den es keinen einfachen Algorithmus gibt, wo man wirklich nur solche parametrisierten Algorithmen verwenden kann und wo man diese Parameterwerte so setzen muss, dass ein möglichst korrektes Ergebnis rauskommt, dass möglichst selten eine Hautanomalie, ein Foto einer Hautanomalie falsch klassifiziert wird. Und genau das ist maschinelles Lernen auf Basis von Trainingsdaten, die Werte für diese Parameter so setzen, dass möglichst selten eine falsche Entscheidung getroffen wird. In Fällen eben, wo wir keinen Algorithmus haben, und das sind die meisten Fälle, Entschuldigung, wo wir keinen Algorithmus haben, um die bestmögliche Lösung garantiert zu berechnen. So, was haben wir denn da so als Beispiele? Zum Beispiel Kreditwürdigkeit. Das ist ein Beispiel, wo man schon seit jeher mit Statistiken arbeitet. Und wo man hier einen Schritt weiter geht, eben mit maschinellem Lernen, um aus Trainingsdaten von Leuten, von der Vergangenheit, von vielen, vielen Tausenden, Millionen von Leuten zu lernen, was sind die typischen Merkmale von jemandem, der ein hohes Kreditausfallrisiko hat. Hier entsprechend auch genauso Ausfallrisiko, Schadensrisiko, um zu lernen, was sind die typischen Merkmale einer Person, die ein hohes Schadensrisiko hat. Und dementsprechend wird die Prämienhöhe angepasst, die von dieser Person im Vertrag gefordert wird, oder es werden auch Leistungen von vornherein ausgeschlossen.
Ein sehr problematisches Beispiel, worauf wir auch noch zu sprechen kommen werden, ist Rückfallrisiko von Straftätern und viele andere auch. Also wir reden hier von typischen Risikofällen, nicht? Und da sind solche Merkmale wie das Alter. Also junge Leute haben höheres Rückfallrisiko beispielsweise oder ein höheres Kreditausfallrisiko als ältere Leute. Männer haben in vielen Aspekten höheres Risiko als Frauen. Vom Bildungsniveau hängen natürlich auch verschiedene Risiko ab, von der Einkommenshöhe, auch von der Hautfarbe, wobei wir jetzt hier wieder aufpassen müssen, dass es keine kausaler Zusammenhang, ja, sondern nur eine Korrelation. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Die Hautfarbe ist korreliert mit irgendwelchen Risiken, wie zum Beispiel Rückfallrisiko von Straftätern, aber das ist keine Aussage über die Menschen, dass man sagt, farbige Menschen sind halt so oder so etwas. Dieser Schluss ist nicht valide. Der Wohnort ist auch ein wichtiges Merkmal. Also bei so Sachen wie Kreditwürdigkeit kann man aus dem Wohnort schon sehr gut, sehr viel besser als auf vielen anderen Indikatoren schließen, wie hoch das Ausfallrisiko bei einem Kredit ist. So, wie sieht das dann aus? Wir haben jetzt eine ganze Menge personenbezogener Daten. Wir sind weiterhin bei diesem Beispiel personenbezogener Daten. Zum Beispiel Alter, Geschlecht, Hautfarbe, religiöse Zugehörigkeit, Wohnort, und so weiter. Und was sind jetzt die Parameter? Ja, Sie sehen jetzt hier nochmal einen kleinen Ausschnitt von dem Bild, was wir haben. Die anderen Aspekte hier links, unten und rechts sind jetzt nicht in diesem Bild drin, weil sie jetzt nicht relevant sind. Was sind die Werte für die Parameter? Wir haben einen Parameter für jede personenbezogene Information, die wir berücksichtigen, zum Beispiel für den Wohnort, zum Beispiel, also nehmen wir beispielsweise die Postleitzahl ganz konkret für den Wohnort oder vielleicht nehmen wir sogar differenzierter die Straße, viel differenzierter, also Hausnummer wird wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll sein, wird keinen Unterschied mehr machen. Ja, Geschlecht und so weiter. Für jedes dieser einzelnen personenbezogenen Informationen, für jede dieser einzelnen personenbezogenen Informationen haben wir einen Parameter. Und die Werte, die wir jetzt hier reingeben, ist schlicht und einfach, wie wichtig die einzelnen Daten sind. Also ein hoher Wert für einen Parameter, zum Beispiel für einen Wohnort, sagt, der Wohnort soll bei der Berechnung der Kreditwürdigkeit eine große Rolle spielen. Ein kleiner Wert fürs Geschlecht heißt, das Geschlecht soll eine kleine Rolle spielen. Ja. Wir werden gleich sehen, wie diese Werte gesetzt werden. Die werden automatisiert gesetzt aus den Erfahrungen der Vergangenheit, aus Trainingsdaten aus der Vergangenheit. Also es wird jetzt nicht einfach willkürlich gesetzt, sondern entsprechend fundiert und mit dem Ziel, die Kreditwürdigkeit der Personen zumindest statistisch möglichst gut einzuschätzen. Ja, es kommt bei so etwas wie Kreditvergabe natürlich nicht auf den Einzelfall an, sondern es kommt darauf an, dass über alle Kreditanträge hinweg eine möglichst gute Entscheidung getroffen wird. Und so sollen die Parameter gesetzt werden, die Gewichtungen für die einzelnen personenbezogenen Daten gesetzt werden, dass im Mittel über alle Kreditanträge hinweg eine möglichst gute Entscheidung, möglichst gute Einschätzung der Trefferquote, der Kreditwürdigkeit herauskommt, möglichst große Trefferquote. Das läuft letztendlich auf Mathematik hinaus. Diese Mathematik werden wir hier nicht betrachten. Mathematische Muster zwischen den kritischen Daten einer Person und dem Risiko bei dieser Person. Ja, das ist also Abhängigkeiten, die quantitativ, also mathematisch, formuliert werden können. Und daraus ergibt sich dann eben die Kreditwürdigkeit. Was ist denn die Kreditwürdigkeit? Letztendlich ist die Kreditwürdigkeit, vereinfacht gesprochen, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Risiko tatsächlich eintritt. Und nehmen wir, also wie kriegen wir das jetzt hin? Eine möglichst starke, also wir rechnen letztendlich wieder Korrelationen hier, nicht?
Der Wert für ein, der Parameterwert für einen bezogene Information wie den Wohnort soll die Korrelation widerspiegeln, wie stark der Wohnort korreliert ist mit dem Auswahlrisiko. Wie kriegen wir diese Korrelation her? Ja, das Einzige, was wir haben, ist eine Historie. Eine große Datenmenge, eine hoffentlich sehr große Datenmenge von früheren Einzelfällen, von Leuten, von denen man das Profil kennt, also die ganzen einzelnen personenbezogenen Informationen und von denen man auch die Historie kennt, ob die zu einem Kreditausfall geführt haben oder nicht. Also diese kritischen Daten, von denen die Rede ist, plus wie weit dann tatsächlich. Ja, wir haben diese Daten, die wir für die zukünftige Einzelfälle berechnen wollen, haben wir für Tausende, Millionen vergangene Einzelfälle in der Hand. Und die Idee ist schlicht und einfach, ja, so wie es in der Vergangenheit war, was für die Vergangenheit perfekt möglichst gut gelaufen wäre, die Parameter so zu setzen, dass sie in der Vergangenheit mit den Einzelfällen aus der Vergangenheit, dass sie da perfekt gewesen wäre, in der Annahme, dass es dann auch für die Zukunft perfekt laufen würde. So, was ist maschinelles Lernen? Wir sind jetzt so weit, dass wir das genau in den Griff nehmen können. Also, wir teilen das erstmal auf in, ich hatte mehrfach schon den Begriff Trainingsdaten oder auch Lerndaten verwendet, haben auf der anderen Seite Testdaten. Was machen wir? Wir nehmen erstmal die Lerndaten her und berechnen die Parameterwerte möglichst gut auf dieser Basis. Das heißt also, um bei dem Beispiel mit der Kreditwürdigkeit zu bleiben, wir setzen die Parameterwerte für Wohnort, Geschlecht, Alter, Einkommen und so weiter so, dass der Algorithmus, der die Kreditwürdigkeit einer einzelnen Person berechnen soll, möglichst nah an den tatsächlichen, also für die Einzelfälle aus der Vergangenheit, möglichst nah an den Einzelfällen aus der Vergangenheit dran ist. Dass er möglichst nah sozusagen, dass er eine möglichst hohe Trefferquote hat, wenn man so will. Allerdings erstmal nur für die Lerndaten, also möglichst fehlerfrei vorher, also für die Beispiele aus der, für die Einzelfälle aus der Vergangenheit möglichst fehlerfrei vorhersagen, was da rausgekommen ist, ob der Kredit geplatzt ist oder nicht. Und dann nehmen wir nochmal die Testdaten her, um die Ergebnisse zu validieren, um zu verhindern, dass die Ergebnisse zu stark auf den Lerndaten, auf die Lerndaten zugeschnitten sind. Diesen letzten Punkt kann man natürlich auslassen, es empfiehlt sich aber nicht, den auszulassen. So, Bilddaten klassifizieren, da hatte ich schon ein Beispiel vorweggenommen, medizinische Bilddaten, auffällige Stellen auf der Haut. Also ob es ein Hautkrebsrisiko hat, ob diese Stelle ein Hautkrebsrisiko hat, ob sie das Potenzial hat, sich zu einem Hautkrebs zu entwickeln, beispielsweise. So könnte die Frage sein. Ja, da gibt es natürlich Millionen von Trainingsdaten, Fotos von auffälligen Hautstellen von Menschen, wo jeweils ein Mensch dann dazu annotiert hat, ja, das ist problematisch, nein, das ist nicht problematisch, sodass wir also Trainings- und Lerndaten dieser Form haben. Also die Parameter für den Entscheider-Algorithmus so wählen, dass die Trefferquote möglich, also dass die Entscheidungen, die der Algorithmus fällt, möglichst nah an den Entscheidungen sind, die in den Annotationen von Menschen da niedergeschrieben worden sind. Bilddaten aus dem Straßenverkehr, zum Beispiel solche Sachen. Eine binäre Klassifikation, ist das jetzt ein Ball, der da rausrollt vom Fußgängerweg auf die Straße an parkenden Autos vorbei, was natürlich heißt bremsen, oder ist es etwas, was bei einem Kind hinterherlaufen könnte, oder ist es etwas, wofür man nicht bremsen muss? Oder so etwas wie Porträtfotos im Internet. Zum Beispiel die Frage, welche der Fotos im Internet zeigen dieselbe Person? Dass Sie zum Beispiel, Sie haben zum Beispiel eine
verdächtige Person, ein Foto von einer verdächtigen Person und wollen jetzt im Internet andere Fotos finden, die dieselbe Person darstellen, in der Hoffnung, dass da irgendwelche Fotos sind, wo auch weitere Daten, Informationen sind, wie der Name und ähnliches, also identifizierende Informationen. Ja, und das sind natürlich nur ein paar kleine Ausschnitte. So, was sind hier die Lern- und Testdaten? Ich habe es ein bisschen vorweggenommen, jetzt machen wir es nochmal systematisch. Also, wir haben jeweils Paare wieder. Einerseits das Profil, das Foto selber. Und die Informationen, was dann bei diesem Beispiel herausgekommen ist, eben durch Hautärzte, durch Dermatologen erstellte Annotationen. Dieses Foto zeigt eine problematische Hautanomalie. Die Hautanomalie auf jedem Foto ist nicht problematisch und so weiter. Also, wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit den Hauttumoren, eine entsprechende Klassifikation und das ist es eigentlich auch schon. Mehr muss man da nicht wissen. Die Merkmale, für die also was werden da als Parameter gewählt? Was sind das für Merkmale? Bei dem Beispiel Kreditwürdigkeit war das noch sehr einfach und offensichtlich, so demografische und identifizierende Merkmale wie Wohnort, Geschlecht, Alter, Einkommen und so weiter. Hier ist das aber ein bisschen komplizierter. Das ist etwas, was erarbeitet werden muss. Hier können wir nicht näher reingehen, was so Sachen hat wie Farbe, Textur der Hautanomalie, Rand der Anomalie, wie die Form des Randes aussieht und so weiter und so fort. Da können wir jetzt nicht näher drauf eingehen. So, ein anderes Beispiel oder eine ganze Familie von Beispielen sind Sprache analysieren. Zum Beispiel erstmal Sprach. Erkennung, Audiodateien von Sprechakten. Ja, jemand redet etwas in Mikro rein. Das wird dann natürlich erstmal in eine Audiodatei geschrieben und diese Audiodatei wird analysiert. Zum Beispiel, ich will nur ein Beispiel hernehmen. Ein natürlich auch komplexes Beispiel, aber immer noch relativ einfach. Erkennung der Phoneme der einzelnen, wie soll ich sagen, der einzelnen Laute. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist für Phonem. Oder ein anderer Schritt ist die Wortgrenzen. Also jedes Wort besteht aus mehrere, was gesprochen wird, besteht aus mehreren Phonemen. Und dann muss natürlich noch der nächste Schritt sein, die Wortgrenzen zu identifizieren, auch wenn ein Mensch sozusagen ohne Punkt und Komma redet und gar keine Lücke, gar keine Pause lässt zwischen zwei Wörtern, sodass die Phoneme einfach ein pausenloser Fluss sind, dann entsprechend auf Basis auch von lexikalischen Informationen, von Wortinformationen aus der Sprache, dann entsprechend schon die Wortgrenzen identifizieren. Oder auch es muss ja nicht nur gesprochene Sprache sein, zum Beispiel geschriebene Sprache. Handschriftproben wäre die Klassifikation, die Proben zu Personen zuzuordnen, etwa. Oder ganze Texte zu analysieren. Schönes Beispiel, was wir auch schon mal kurz angesprochen hatten, als wir die Problematik von Pronomen generell angesprochen haben, dass man eher die Verwendung von Pronomen vermeiden sollte, weil nun mal Pronomen, also die Zuordnung von Pronomen zu Bezugsworten, zu welchem Bezugswort ein Pronomen, was Sie im Text finden, gehört, weil die notorisch unklar ist, was sich zum Beispiel auch darin immer wieder zeigt, wenn in Texten Annotationen gemacht werden, um maschinelles Lernen zu trainieren, also wenn Texte annotiert werden, dass da menschliche Leser zu jedem Pronomen das Bezugswort im Text dazu schreiben. Wenn man da mehrere Leute dran lässt, dass es da häufig sehr groß, also nicht die hundertprozentige Übereinstimmung gibt, dass die verschiedenen Annotatoren dasselbe Pronomen im Text zu verschiedenen Bezugswörtern im Text zuordnen. Also da sehen Sie schon mal die Problematik nochmal für Pronomen.
Gut, sprachanalysierend zum Beispiel, was ist die bei der Erkennung der Phoneme bei diesem Beispiel? Da haben wir, wir haben die Audiodatei mit mehreren Phonemen drin, die aber noch nicht erkannt sind. Aber wir haben eine manuell, also von jemandem, der sich das angehört hat und dann selber die Grenzen gezogen hat zwischen den Phonemen. Das wären eben die Trainingsdaten und die Testdaten natürlich auch. Oder bei dem Beispiel Zuordnung von Pronomen zu Nomen, zu Bezugswörtern, auch wieder Paare. Es sind immer Paare, nicht? Nämlich das, was die konkrete Situation, was die konkrete Eingabe ist und was die in diesem Fall gewünschte Ausgabe ist. Nämlich in diesem Fall die manuelle Zuordnung der Pronomen in diesem Text. Das hatte ich eben schon gesagt. Nochmal ein Beispiel dafür, dass man Pronomen eher vermeiden sollte. Anderes Beispiel ist E-Mails klassifizieren als Spam, ja oder nein. Also ob Ihr Mailprogramm die eine E-Mail in den Spam-Ordner bei Ihnen packt oder in den Posteingang. Das ist natürlich auch nicht hundertprozentig korrekt. Es empfiehlt es sich immer, sich auch regelmäßig den Spam-Ordner anzuschauen, bevor die Spam-Nachrichten endgültig gelöscht sind, nach einer gewissen Anzahl von Tagen. Also ich lasse mir von meinem Kalenderprogramm dreimal die Woche, Montag, Mittwoch und Freitag, immer eine Erinnerung per E-Mail schicken. Ich gucke mir an, die Erinnerung sagt mir, ich gucke mir an den Spam-Ordner, ob da etwas im Spam-Ordner drin ist, was da nicht reingehört. Ich gucke mir den Papierkorb an und lösche alles, was da im Papierkorb drin ist, endgültig, um sicherzustellen, zeitnah sicherzustellen, dass nichts in dem Papierkorb gelandet ist, was nicht da hineingehört. Und ich lösche das immer dann gleich manuell, damit der Papierkorb übersichtlich groß bleibt. Und außerdem als drittes gucke ich in die Entwürfe hinein, weil es ein häufiger Fehler auch ist, dass man denkt, man hat etwas abgesendet, aber es ist immer noch in Entwürfen drin. Man hat den Senden-Button nicht oder nicht korrekt, nicht erfolgreich gedrückt. Kann ich nur empfehlen. Reduziert die Fehlerquote enorm. So, Analyse der Sprache, auch Analyse der Umstände. Also die Sprache, natürlich haben Spam-Mails, wissen Sie ja, wenn Sie da mal reinschauen, häufig eine typische sprachliche Merkmale. Also Sie können eine Spam-Mail auch schon allein an Ihrer E-Mail erkennen, aber Ihr E-Mail-Provider kann natürlich mehr. Sieht ja auch, wie groß der Adressatenkreis ist, den diese Mail hat. So, also wenn der an Millionen Menschen geht, ist das höchstwahrscheinlich Spam. Und Vorgeschichte des Absenders, die Sie vielleicht nicht unbedingt kennen, dass Sie da weil Sie bisher noch keine Spam-Mail von denen bekommen haben, aber andere haben den über denselben E-Mail-Provider bekommen, sodass Ihr E-Mail-Provider also weiß, dass das schon jemand ist, der im Verdacht steht. So, dann würde ich gerne hier noch eine besonders aktuelle Problematik ansprechen, anhand von künstlichen neuronalen Netzen, eine besondere Form von maschinellem Lernen. So, wovon ist da die Rede? Kann man, muss man nicht, aber kann man unter maschinelle Lernalgorithmen gut einordnen? Die Idee ist, wie der Name schon sagt, Sie erinnern sich ja vielleicht aus der Biologie, dass es wie das Gehirn oder wie überhaupt Nervenkonglomerate prinzipiell aufgebaut sind. Und das versucht man hier natürlich extremst primitiv zu simulieren. Aber wie Sie jetzt am Beispiel ChatGPT sehen, kommt man auch mit dieser extrem primitiven Simulation schon erstaunlich weit. Und da ist natürlich das Ende noch lange nicht erreicht. So, Sie wissen aus der Biologie in der Schule, also das gucken wir uns jetzt nicht genau an. Die biologischen Details interessieren uns auch hier überhaupt nicht. Wir haben ein Netzwerk von Neuronen, die miteinander verbunden sind.
und die sich gegenseitig sozusagen elektrochemische Ladungen feuern. Ja? Also wenn ein Neuron aktiviert ist, wenn es ausreichend stimuliert ist, durch Reize, die es von anderen Neuronen über solche Verbindungen bekommt, wird es selber dann einen entsprechenden Reiz abfeuern an die anderen Neuronen, mit denen es dann wieder verbunden ist und so weiter. Das ist natürlich alles nur, das meiste von der Biologie interessiert uns ja hier überhaupt nicht, sondern uns interessiert hier nur der grundlegende informationsverarbeitende Mechanismus. Ja. Was das jetzt konkret bedeutet, dass dieser informationsverarbeitende Mechanismus im Gehirn durch Nervenzellen stattfindet und die ganzen Sachen, das interessiert uns alles nicht. Denn wir wollen ja gar nicht die Biologie simulieren, sondern wir nehmen das nur als Mittel zum Zweck. So, jetzt gibt es aber noch Verbindungen von außen in einem künstlichen neuronalen Netz. Das gibt es natürlich in der Form auch im Gehirn. Denken Sie etwa von den lichtempfindlichen Nervenzellen im Augenhintergrund, gibt es Verbindungen ins Gehirn hinein. Und das sind dann entsprechend, da kommen dann entsprechend die Eingabedaten hinein, müssen halt entsprechend kodiert werden, dass das geht. Das ist nochmal eine Kunst für sich, das geeignet zu kodieren. Brauchen wir aber nicht näher darauf einzugehen. Uns geht es hier nur um das Prinzip. Und jeder, also an jede dieser Axone, die von außen irgendwo reinkommen, in das System, in dieses Nervensystem sozusagen, in dieses Neuronensystem, ist dann ein Wert und die zusammen definieren dann den Einzelfall und alles, was halt hineinkommt. Umgekehrt, für die Ausgabedaten gibt es entsprechende Axone nach außen, also denken Sie an Verbindungen aus dem Gehirn heraus, durch die Wirbelsäule hindurch, in den Körper, in die Muskeln beispielsweise, ins willkürliche Muskelsystem hinein und so weiter. Gut, das ist aber nur ganz grob. Mehr wollen wir da nicht sehen. Ich wollte vielleicht noch etwas dazu sagen. Sie werden leicht fündig im Internet, wenn Sie nach bildhaften Darstellungen von neuronalen Netzen suchen. Ich habe hier keine bildhafte Darstellung aus dem Internet irgendwo hergenommen, um von vornherein keine Urheberrechtsprobleme zu bekommen und habe jetzt mir auch nicht die Mühe gemacht, selber irgendwelche bildhaften Darstellungen zu entwickeln, weil solche bildhaften Darstellungen sind zuhauf für Sie one mouse click away. Ja, werden häufig eingesetzt, mit sehr gutem Erfolg an sehr vielen Stellen. Dass der Punkt, an dem warum ich das jetzt hier auch nochmal extra thematisiere, ist, dass dieser Zusammenhang zwischen Eingabedaten und Ergebnissen nicht mehr durch menschliche Betrachter wirklich nachvollziehbar ist. Also man könnte es theoretisch nachvollziehen, wie das Ganze funktioniert. Es ist ja deterministisch, da ist kein Zufall drin. Ja, indem man jeden einzelnen Schritt, der durchgeht, wie sich der Zustand dieses künstlichen Gehirns durch die Eingabedaten Schritt für Schritt geändert hat und so weiter und so fort. Aber das bringt nichts. Also dieser einfache Zusammenhang fehlt. Wir haben bei den Beispielen mit personenbezogenen Daten, Kreditwürdigkeit, einen sehr einfachen Zusammenhang. Jedes einzelne Detailinformation, wie zum Beispiel der Wohnort, hat eine bestimmte Gewichtung und geht mit dieser Gewichtung in die Entscheidung ein. Ja, das ist leicht nachvollziehbar. Da kann man sagen, okay, gut, wir wissen jetzt, dass der Wohnort wichtiger ist als beispielsweise das Geschlecht oder so etwas Ähnliches. Und dann wissen wir auch, dann können wir sozusagen auch sagen, okay, wenn jetzt ein Mensch da und da wohnt, dann wissen wir, und der Wohnort spielt eine so große Rolle bei der Entscheidung, dann wissen wir, dass dieser Mensch wahrscheinlich keine große Kreditwürdigkeit von dem Algorithmus bekommen wird. Aber solche Gedanken sind völlig unmöglich, weil der Zusammenhang zwischen Eingaben und Ergebnissen absolut nicht mehr so
nach einfachen logischen Strukturen nachvollziehbar ist, sondern das neuronale Netz hat seine eigene Logik, die nicht unserer Logik entspricht, die nicht der Logik entspricht, die wir bräuchten, um das Ganze zu durchschauen. So, an dieser Stelle möchte ich eine wesentliche Unterscheidung machen. So, eine Unterscheidung, die nochmal ein gewisses Licht darauf wirft. Alles, was wir bisher gesehen haben, heißt überwachtes maschinelles Lernen. Ich will gleich von vornherein warnen, Vorsicht. Diese Unterscheidung, die Begrifflichkeit überwachtes und unüberwachtes Lernen ist nicht ganz, entspricht nicht ganz der Intuition. Es ist, also diese Unterscheidung ist etwas anders, als die Begriffe überwacht und unüberwacht suggerieren. Das müssen wir uns dann genau ansehen. Das ist wichtig auch für die Prüfung für Sie, dass Sie hier aufpassen, da sich nicht von Ihnen Ihrer Intuition leiten zu lassen, sondern das akzeptieren, wie es hier steht, wie die Begriffe nun mal gebildet sind. So, alles, was wir bisher gesehen haben, ist überwacht. Was heißt unüberwacht im Vergleich dazu? Wir betrachten hier im Wesentlichen Klassifikation von Einzelfällen. Was ist anders? Anders ist, man weiß gar nicht, wonach man suchen soll. Das heißt also, die Klassifikation, wir haben bisher sowas gehabt wie eine Klassifikation. Ist eine Hautanomalie ein Tumor, ja oder nein? Ist er bösartig oder gutartig? Und so eine Klassifikation ist natürlich in dem Fall sinnvoll, die vorzugeben, weil es ist ja genau das, was man wissen will. Aber an anderen Stellen weiß man nicht ganz genau, was man wissen will, oder man kann es nicht ganz genau sagen. Und da kann man dann mit einem unüberwachten Lernverfahren die Klassifikation erstellen lassen, eine möglichst gute Klassifikation erstellen lassen. Zum Beispiel, Sie haben einen Haufen Fotos im Internet, von denen Sie nicht wissen, wer das ist. Und sie klassifizieren die einfach nach Ähnlichkeit. Also zum Beispiel eben Porträtfotos von Leuten. Und sie versuchen herauszufinden, wer, also der Lerner soll herausfinden, welche Fotos dieselben Personen zeigen und welche Fotos unterschiedliche Personen zeigen. Und die Hoffnung ist, dass das, was der Algorithmus da herausbekommt, etwas Sinnvolles ist. Oder thematische Kategorien ist, von thematischen Kategorien ist hier die Rede. Wandle ich das Beispiel, was ich eben gemacht habe, etwas ab. Sie wollen Sie haben Fotos von irgendwelchen verschiedenen Menschen, Tieren und so weiter. Und Sie wollen einfach den Lernalgorithmus selber lernen lassen, was ein Tier, was ein Mensch, was eine Kuh, was ein Hund und so weiter ist. Das wären dann solche thematischen Kategorien. Ja, Sie können versuchen, das vorzugeben. Da müssen Sie halt auch bei allen annotieren, das ist eine Kuh, das ist ein Hund und so weiter. Oder Sie können dann auch einfach nichts vorgeben und den Algorithmus klassifizieren lassen in der Hoffnung, dass er irgendwas Sinnvolles da klassifiziert. Natürlich wird so, wie ich das jetzt formuliert habe, irgendwelcher Mist rauskommen. Er wird wahrscheinlich Klassifikationen dann machen, zum Beispiel auch nach dem Hintergrund, ob im Hintergrund eine Wiese ist oder Berge sind oder Häuser sind, ob es helles Tageslicht oder Dämmerung ist und so weiter und so fort. Also so einfach geht es natürlich nicht, weil wir dem Algorithmus natürlich nicht so einfach dann sagen können, hier, wir wollen Tiere klassifizieren. Das weiß er natürlich nicht. Aber so in die prinzipielle Richtung, also ich denke, das Beispiel, was ich zuerst genannt habe, einfach herausfinden, wir haben eine Riesenmenge von Fotos, welche davon, also die zu gruppieren, jeweils danach alle Fotos in einer Gruppe zeigen dieselbe Person. Der Unterschied ist also der, dass bei überwacht, und das ist eben der Punkt, überwacht und unüberwacht ist eine sehr ungeschickte, denke ich, eine sehr ungeschickte Wortwahl, hat sich aber so etabliert, muss man mitleben, dass die Klassen, nach denen klassifiziert werden soll, gegeben sind und unüberwacht ist, dass sie vom Algorithmus berechnet werden sollen. Und wir müssen halt damit leben, was der Algorithmus dann für merkwürdige Klassifikationen dann berechnet. So, jetzt haben wir ungefähr verstanden,
was jetzt maschinelles Lernen eigentlich ist, was Algorithmen sind und so weiter. Und jetzt können wir noch zum Abschluss dieses Themas zu den Problemen kommen. Wir haben auf der einen Seite dieselben Probleme wie bei allem anderen auch, ja. Wir haben im Prinzip, das hatte ich am Anfang gesagt, ist maschinelles Lernen im Grunde nichts anderes als die Fortführung bisheriger empirischer Arbeit mit anderen, schnelleren Mitteln. Auf der anderen Seite haben wir eben dadurch, dass das alles so viel schneller geht, dass wir Daten zusammenführen können in großer Menge, ja, ihre GPS-Daten aus dem Smartphones sehr schnell in Echtzeit zusammengeführt werden können mit ihrem Kaufverhalten und so weiter, haben wir natürlich neue gesellschaftliche Probleme. Was sind dieselben Probleme, wie wir sie bisher auch hatten? Häufig haben wir das Problem, dass die Datenbasis, die Lern- und Trainingsdaten, sollte ich genauer sagen, dass die einfach nicht umfangreich genug sind, um wirklich seriös maschinelles Lernen zu betreiben, um wirklich seriöse Ergebnisse rauszubekommen. Und wenn die Sachlage sehr komplex ist, dann können auch sehr große Datenmengen vielleicht nicht ausreichend sein. Ja, also wir können da keine Zahl sagen. Wir können nicht sagen, mit 1 Milliarde Datensätzen sind wir immer auf der sicheren Seite. Das hängt natürlich von der Komplexität der Sachlage ab, ob 1 Milliarde ausreichen oder nicht. Dann sind häufig die Eingabedaten verzerrt. Dafür gibt es in Informatik diesen flapsigen Begriff Garbage in, Garbage out. Also wenn man Müll reinsteckt, kann auch nichts anderes als Müll rauskommen. Und es kann auch invalide Schlussfolgerungen aus validen Daten geben. Das kennen wir ja auch zum Beispiel aus einer Korrelation, einer Kausalität, invaliderweise zu Schlussfolgern. So, es gibt aber auch neue Probleme hier, die ich schon kurz angedeutet habe, dass es sich viel besser, vor allem auch viel schneller verknüpfen lässt, dass eben solche Sachen möglich sind, von denen Geheimdienste in der Vergangenheit nur träumen konnten. Auch Identität rekonstruieren, ja, selbst wenn Sie nirgendwo ausreichende Personen, an einer Stelle ausreichende personenbezogene Daten haben, um Ihre Identität zu rekonstruieren, kann durch die Zusammenführung dann doch Ihre Anonymität gebrochen werden. Es können gesellschaftlich unerwünschte Ergebnisse herauskommen. Das ist ein klassisches Beispiel von vor einigen Jahren. Wir hatten ja schon mehrfach das Thema Klassifikation, Fotos von Menschen bzw. auch von Tieren. Und da ist dann mal dieses Ergebnis herausgekommen, dass dunkelhäutige Menschen als eben nicht als Menschen, sondern als Affen klassifiziert worden sind. Das ergibt sich natürlich sofort aus der Verzerrung bei den Eingabedaten, wenn Sie vor allem Eingabedaten von hellhäutigen Menschen drin haben. Dann kommt der Algorithmus übrigens auch wie ein Mensch, der in Isolation gelebt hat, der nicht mitbekommen hat, wie die Welt so aussieht. Auch der wird nicht um der wird einen dunkelhäutigen Menschen nicht unbedingt genauso wie als Menschen klassifizieren wie einen hellhäutigen oder umgekehrt. Wenn jemand nur im Hellhäut mit niemals mitbekommen hat, dass es dunkelhäutige Menschen gibt, oder jemand niemals mitbekommen hat, dass es hellhäutige Menschen gibt, wird so jemand auch, das kennen wir ja aus der Geschichte, die entsprechenden andersfarbigen Menschen anders klassifizieren, nicht unbedingt als der gleichen Spezies zugehörig. Und sodass also der Algorithmus eben Hellhäutigkeit als relevant, wir hatten schon mal mit den weißen und den schwarzen Schwänen, dass man bis zur Entdeckung Australiens gedacht hat, weiß wäre ein konstituierendes Merkmal von Schwänen. Ist es aber nicht. Es gibt auf dem australischen Kontinent und inzwischen überall auf der Welt schwarze Schwäne. Hier sind wir eben beispielsweise in der Situation, dass der Algorithmus dann, wenn er nur Daten von hellhäutigen Menschen bekommen hat, Hellhäutigkeit als konstituierend, ganz logischerweise Hellhäutigkeit als konstituierend für Menschen dann sich merkt. So eine weitere Problematik ist, dass Algorithmen, also die Vorstellung in der breiten Öffentlichkeit, vor allem außerhalb der MINT-Welt,
Der Glaube daran, dass Algorithmen objektiv sind und dementsprechend der Mangel an Kritik gegenüber Ergebnissen, die von Algorithmen kommen. Und dieser Mangel an Kritik sorgt natürlich wieder für Druck auf Leute, die dann auf Basis dieser Ergebnisse zu entscheiden haben. Zum Beispiel medizinische Diagnose durch Algorithmen. Wenn der Algorithmus sagt, ja, diese Hautanomalie ist ein hohes Hautkrebsrisiko und Sie als Hautarzt sind sich sicher, dass das nicht so ist, dann werden Sie trotzdem die Entscheidung des Algorithmus übernehmen, um selber auf der sicheren Seite zu sein, um nicht eine falsche, um nicht hier eine schädliche, wenn Sie denn doch Unrecht haben, wenn der Algorithmus doch Recht hat, um da nicht in Probleme zu kommen oder so etwas. An amerikanischen Gerichten ist es durchaus üblich, inzwischen maschinelles Lernen einzusetzen von kommerziellen Anbietern, irgendwelche Tools von kommerziellen Anbietern einzusetzen, um Rückfallrisiko von einzelnen Delinquenten zu berechnen, um eben darüber zu entscheiden, ob jemand vorzeitig entlassen werden sollte oder nicht. Und das ist besonders problematisch, weil eben, das hatte ich schon mal heute kurz angedeutet, weil Geschlecht und Hautfarbe besonders starke Vorhersagekraft haben, aber eben in Form von Korrelation, nicht in Form von Kausalität. Ja, also männliche Delinquenten haben höheres Rückfallrisiko als weibliche. Dunkelhäutige Delinquenten haben höheres Risiko als hellhäutige. Und das kommt natürlich ganz stark zum Tragen bei dieser Software. Das heißt also, als dunkelhäutiger Mann haben Sie fast keine Chance, haben Sie sehr schlechte Chancen, vorzeitig freigelassen zu werden. Und als hellhäutige Frau haben Sie sehr hohe Chancen. Aber der Richter, selbst wenn er überzeugt ist, dass die Software da was Falsches sagt, wird dieser gerade eben im ersten Fall, wo die Software sagt, dass die Person nicht vorzeitig entlassen werden soll, gerade da wird der Richter dem doch sicherlich folgen, um selber auf der sicheren Seite zu sein. Also, dass der Richter, also wenn die Software recht hat und der Delinquent wieder rückfällig wird und der Richter hat ihn freigelassen gegen den Vorschlag der Software, dann hat dieser Richter natürlich ein Problem. In den USA werden sehr viele Richter auch gewählt und wollen dementsprechend wiedergewählt werden. Dementsprechend sind sie nicht so unabhängig, wie sie theoretisch in Deutschland sind. So, es gibt aber auch einiges Positives zu maschinellem Lernen zu sagen. Zum Beispiel, dass Probleme überhaupt erstmal identifiziert werden. Zum Beispiel dieser Punkt, ja. Kreditbonitätsprüfung, Kreditwürdigkeitsprüfung, ja. Klassisch gehen Sie zu einer Bankfiliale und der Sachbearbeiter dort entscheidet dann vielleicht eine Rücksprache mit dem Filialleiter. Oder sogar ohne Rücksprache mit dem Filialleiter entscheidet er dann über ihren Kredit. Und was diese Person sich dann gedacht hat, wovon sie diese Person sich hat leiten lassen, ist überhaupt nicht klar, ist überhaupt nicht rekonstruierbar, kann beliebig willkürlich sein, kann sein, dass dem ihre Nase nicht gefällt oder was auch immer. Es lässt sich nicht nachprüfen. Aber wenn jetzt eine Software auf Basis von bestimmten Eingabedaten wie dem Wohnort, und diverse andere dann natürlich auch. Wenn jetzt eine Software tausende, Millionen von Entscheidungen trifft und da Muster erkannt, Muster herauskommen, dass Leute mit bestimmten Wohnorten oder mit bestimmten Geschlecht benachteiligt werden und so weiter, dann ist das identifizierbar und dann kann die Gesellschaft sich fragen, wie sie damit umgeht. Hier ein anderes Beispiel, also hier zum Beispiel das Beispiel war dass öffentlicher Druck da ist auf die Kreditbonitätsprüfungsinstitutionen, dass sie den Wohnort nicht einbeziehen in ihre Bonitätsprüfung, weil, zumindest in Deutschland, weil man in Deutschland nicht will, zumindest ist das der öffentliche Druck, ob das die Mehrheitsmeinung ist, weiß man nicht, ich weiß es zumindest nicht, weil man in Deutschland nicht will, dass der Wohnort mit eingerechnet wird, obwohl er ein sehr, sehr starker, sehr, sehr
sehr starker Indikator ist, der eigentlich sehr hochgewichtet werden müsste, um die optimale Lösung, das optimale Ergebnis für das Kreditvergabeinstitut zu ergeben. Und das heißt aber auch ganz konkret, dass ich für alle Leute die Kreditmodalitäten verschlechtern, wenn das Kreditvergabeunternehmen keine optimale Entscheidung treffen darf. Hier ein anderes Beispiel. Da gab es eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof über Krankenversicherungen. Also da ist in Deutschland wohl eher von privaten Krankenversicherungen die Rede, nicht von der gesetzlichen, denke ich. Da gibt es ja einen gewissen Rahmen Vertragsfreiheit. Die Prämienhöhe kann ausgehandelt werden. Also das Angebot der Krankenversicherung für den, der einen Versicherungsantrag stellt, kann eine individuelle Prämienhöhe enthalten, abhängig von dem individuellen Risiko dieser Person, wie sie von der Krankenversicherung durch zum Beispiel durch maschinelles Lernen berechnet worden ist. Und da macht es aus Sicht der Krankenversicherer sehr viel Sinn, das Geschlecht mit hineinzunehmen, weil es ein sehr starker Indikator ist für die, ja, also man sollte bei Krankenversicherung nicht von Schadenshöhe reden, aber mir fällt jetzt keinen Sinn, also für die Ausgabenhöhe, für die Ausgaben, die der Krankenversicherer dafür Männer bzw. für Frauen im Durchschnitt tätigen muss. Und der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass das nicht rechtens ist, dass das Geschlecht nicht einfließen darf in die Berechnung der Prämienhöhe. Hat wieder dieselbe Konsequenz, dass durchaus dadurch, dass der Krankenversicherer die Prämienhöhe nicht optimal berechnen kann, dass es dann durchaus schlechter für alle wird. Und tatsächlich war es dann so, dass durchaus die Prämienhöhen für Frauen nicht verringert worden sind nach der Entscheidung des EU-Gerichtshofs, sondern dass die Prämienhöhen für Männer erhöht worden sind. Ob das jetzt so ein großer Sieg in der Geschlechtergerechtigkeit war, sei mal dann da vor diesem Hintergrund dahingestellt. Ich möchte noch dazu sagen, dass natürlich auch indirekt durch andere Indikatoren, die sehr stark mit dem Geschlecht korreliert sind, hintenherum das Geschlecht natürlich auch wieder reinkommen kann, obwohl es nicht als eigene entsprechende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nicht als eigener Indikator hineinkommen darf. Ja, eben das ist das, was man bisher gemacht hat, und das alles, was ich da oben geschrieben habe, wäre überhaupt nicht möglich in der traditionellen Form, wenn man die Entscheidung vielen, vielen einzelnen Menschen überlässt. Man kann die Entscheidung natürlich nicht einem Menschen überlassen, weil es um Millionen Fälle geht, sondern man muss es verteilen auf viele, viele einzelne Menschen in vielen, vielen Bankfilialen oder Filialen des Krankenversicherers und so weiter. Da ist es völlig unmöglich, solche Entwicklungen gesellschaftlich oder sogar rechtlich durchzusetzen. So, wie und wo vernünftig einsetzen? Ja, es gibt hier viele Situationen, wo es schon ein Fortschritt ist, wenn es wenigstens statistisch richtig ist. Wenn schon nicht im Einzelfall richtig, dann statistisch richtig oder statistisch eine Verbesserung ist. Ja, wenn wir irgendwann mal dahin kommen, dass autonome Kfz, dass da das Unfallrisiko oder das Schadensrisiko bei Unfällen geringer ist als bei Menschen, dann wäre sicherlich, das wäre sicherlich der Punkt, wo man sagen würde, okay, autonome Kfz sollte man einsetzen, vielleicht sogar irgendwann, wenn der Unterschied sehr krass ist, wenn autonome Kfz sehr viel besser fahren als menschlicher Kfz-Führer, dass man dann irgendwann auch das Führen des Kfz durch Menschen verbietet. Oder zum Beispiel, wenn das Übersetzungsprogramm schon sehr, sehr gut ist, aber immer noch vielleicht einzelne Fehler macht. Ja. Dass Sie, wenn Sie ein Übersetzungsprogramm benutzen, wie zum Beispiel Google Translate und ähnliches, dass Sie mit dem Ergebnis was anfangen können, auch wenn es nicht hundertprozentig korrekt ist. Oder wo hinterher noch jemand drüber schaut, zum Beispiel hier ein Beispiel im Bildungsbereich, das automatisiert Plagiarismus
oder Verdachtsfälle von Plagiarismus festgestellt werden und das dann hinterher natürlich noch jemand überschaut. Aber wir haben auch gesehen, dass der Druck auf menschliche Entscheidungen durch angeblich objektive Algorithmen sehr hoch ist, vor allem wenn es um solche Sachen wie Risiken geht, wie eben das Gefahrrisiko von Delinquenten. So, damit sind wir heute mit der Zeit durch. Ich möchte an dieser Stelle dann, nee, wir machen noch weiter. Wir haben noch ein paar Folien und dann können wir dieses Kapitel für heute abschließen. Also wir sind jetzt mit maschinellem Lernen durch, haben jetzt auch einiges gesehen zum Thema ethisches Arbeiten im Zusammenhang mit maschinellem Lernen und wollen jetzt nochmal ganz kurz allgemein auf ethisches Arbeiten in MINT zu sprechen kommen. Und da sehe ich persönlich, das ist durchaus jetzt ein bisschen persönlich gefärbt, zwei Problemkreise. Einerseits ethisch bedenkliche Anwendungen, ja, militärische Anwendungen beispielsweise, und zum anderen innerhalb der Wissenschaft entsprechend wissenschaftliches Fehlverhalten. So, was sind ethisch bedenkliche Anwendungen von MINT? Militärisch hatte ich gesagt, aber möchte hinzufügen, dass das hier ein speziell deutsches Phänomen ist, dass man militärische Anwendungen generell als ethisch bedenklich ansieht. Also, Sie werden nicht, glaube ich, nicht viele Länder auf der Welt finden, wo man das so ähnlich sieht. Ethik in der Medizin ist natürlich auch wieder ein Beispiel für Anwendung von oder für Problematik von Ethik in MINT. Ich würde hier Medizin immer auch zu MINT dazu rechnen wollen. Triage hatten wir beim Thema Corona, ist ein ethisches Problem. Oder die Frage, wie geht man damit um, dass einem Patienten eine schlimme Wahrheit kommuniziert werden muss? Unethische Experimente, wie zum Beispiel das Klonen von Menschen. Und das sind natürlich auch nur wieder ein paar Beispiele dafür. Speziell im Einfach Informatik zum Beispiel eben bekommen wir sehr viele ethische Probleme hinein. Wenn wir etwa Entscheidungen, wenn eben die Informatik, wenn eben eine Softwarelösung Entscheidungen trifft, etwa über Leib und Leben zum Beispiel eben die Entscheidung, soll das autonome Kfz jetzt bremsen oder soll es nicht bremsen? Oder eben hohe Sachwerte, Hochfrequenzhandel, Aktienhandel und ähnliches. Datenmissbrauch ist ein Thema, was erst durch die Informatik natürlich ernsthaft in die Welt gekommen ist. Also natürlich hätte es auch Datenmissbrauch in früheren Zeiten geben können und gab es natürlich auch, aber natürlich nicht in diesen Dimensionen, die wir heute durch Informatik haben können. Und so weiter und so fort. So, was sind Entsche also wir gehen jetzt diese Punkte nochmal durch. Entscheidung über Leib und Leben, Datenmissbrauch, Entscheidung über Leib und Leben. Zum Beispiel ein immer wieder im Bereich Ethik hergenommenes Grundthema. Ich habe die Entscheidung zwischen zwei nur sehr schlimmen Entscheidungen. Ich kann nur entscheiden, entweder werden die einen oder die anderen getötet oder verletzt oder so etwas. Und da gibt es natürlich viele Variationen, die im Bereich Ethik sehr gerne dann variiert werden. Wenn ich die Wahl habe, zwischen einen zu töten oder 10 zu töten, töte ich dann den einen? Töte ich lieber Kinder oder Alte? Ja, aber beim Thema Triage, beim Thema Corona sehr, sehr zentral. Das Lebensrecht von Alten versus die Entfaltungsrechte von Kindern, weil ja nun mal der Coronavirus vor allem eine hohe Sterblichkeitsrate unter alten Menschen hatte, unter hochbetagten Menschen vor allem. Wenn ich einen Schuldigen und einen Unschuldigen habe und ich habe nur die Wahl, den einen von den beiden zu töten, wen töte ich? Oder nichts viel anders, Beteiligte oder Unbeteiligte. Auch die Frage, ob man immer Tiere, ja, beim Thema Tierversuche etwa, ob man immer Menschen den Tieren Vorrang gibt. Oder der letzte Punkt hier beim Thema Klimawandel, ob man inwieweit die Rechte von heute noch ungeborenen Menschen aufrechnen gegen die Rechte von heute schon lebenden Menschen, die halt zur Wahl gehen können, die Parteien wählen können, die ihre Rechte vertreten und so weiter. Etwa autonomes Fahren oder beispielsweise, was vor 20 Jahren mal kurzzeitig ein Thema war, nach 9/11, wenn ein Flugzeug entführt wird,
soll man, das hat man das Recht, dieses Flugzeug abzuschießen, weil man den Verdacht hat, dass dieses Flugzeug entführt worden ist, um es wieder beispielsweise in einen Wolkenkratzer, wie damals in New York, oder gar in ein Atomkraftwerk zu lenken. Eine natürlich nicht ganz einfache ethische Entscheidung. Ja, und hier ist halt eben dann die Frage, die durch Informatik aufgeworfen wird, inwieweit man, nicht wie man diese Entscheidung trifft, sondern inwieweit man diese Entscheidung von einem Algorithmus treffen lässt. Und wenn man das, und wenn man das macht, wie dieser Algorithmus dann zu programmieren ist. Entscheidung über hohe Sachwerte, Kreditvergabe, Kreditwürdigkeit haben wir das öfter drin, was natürlich dem Einzelfall nicht gerecht wird. Korrelation ist nicht Kausalität. Ja, wenn Sie in einer schlechten Gegend wohnen, heißt es, wo es sehr viele Kreditausfälle in der Vergangenheit gegeben hat, heißt es noch lange nicht, dass Sie auch ein Kreditausfall sind. Nur die Korrelation ist halt sehr, sehr hoch. Und die Korrelation ist das Einzige, was der maschinelle Lerner halt als Information hat. Hochfrequenzhandel hatte ich schon öfters gesprochen. Hier liegt auch ein Systemrisiko drin. Wenn die ganzen Algorithmen unabhängig voneinander gleichartig entscheiden, dass sie alle dieselbe Aktie oder denselben Fonds verkaufen, dann schaukelt sich das natürlich auf. Ja? Die einen verkaufen, die anderen verkaufen sofort auch innerhalb von Millisekunden. Dann sehen die Ersten wieder, oh, der Kurs geht aber noch viel weiter runter, also noch mehr verkaufen, dann verkaufen die anderen noch mehr, dann schauen sie so weit auf, bis dass der Kurs ganz abgestürzt ist, bis man tatsächlich vielleicht im schlimmsten Fall einen Börsencrash hat. Datenmissbrauch hatten wir als Thema gesagt, da will ich noch ein Thema nennen, Nudging. Also, dass die Software versucht, den Menschen in eine bestimmte Richtung zu treiben, so zu drängen, ohne das so richtig sichtbar zu machen. Da unterscheiden wir sinnvollerweise zwischen weniger problematischen Formen von Nudging, wie zum Beispiel, dass die Menschen eben, dass ihnen geholfen wird, den inneren Schweinehund zu überwinden, beispielsweise Bereitschaft zur Organspende. Es gibt immer wieder diese Diskussion alle paar Jahre mal, ob man die Bereitschaft zur Organspende nicht umdrehen sollte, wie es durchaus in einigen Ländern der Fall ist. Nämlich, wer sich nicht dezidiert gegen Organspende ausspricht, der hat sich für Organspende ausgesprochen. Das heißt also, der innere Schweinehund sorgt dann dafür, dass mehr Leute, die eigentlich gerne bereit sind, ihre Organe zu spenden, dann auch wirklich ihre Organe spenden. Das wäre ein Beispiel für Nudging. Für weniger problematisches Nudging. Hochproblematisches Nudging ist natürlich, wenn man irgendwie zu einer gewissen Verkaufsentscheidung oder Kaufentscheidung, sollte ich eher sagen, zu einer gewissen Kaufentscheidung, zu einer gewissen Wahlentscheidung im politischen Bereich gedrängt werden soll. Wo ich auch hier, wie bei militärischen Anwendungen, haben wir da schon mal darauf hinweisen möchte, dass auch das nicht in allen Kulturkreisen als Problem gesehen wird. Dass also in manchen Kulturkreisen, und da brauchen wir nicht weit zu schauen, auch schon in angelsächsischer Kulturkreis viel eher der Gedanke verbreitet ist, dass der Mensch nicht ein hilfloses Opfer ist, sondern Herr über sein Schicksal und dementsprechend Nudging angesehen wird als, wie soll ich sagen, Bereitstellen von interessanten Möglichkeiten, von interessanten Optionen, die man ja auch theoretisch ablehnen könnte. Ja, so Unterschied zwischen eher optimistischer und pessimistischer Sicht auf die persönliche Freiheit, auf die mentale Freiheit des Menschen. Wissenschaftliches Fehlverhalten hatten wir als ein weiteres Thema. Sie kennen wissenschaftliches Fehlverhalten aus den Medien eher so in diese Richtung, Plagiarismus, Textplagiate. Ich habe hier zwei damalige Bundesminister und Bundesministerin benannt, ist auch schon, glaube ich, wieder über 10 Jahre her, die aufgrund solcher Plagiate zurückgetreten sind. Nur beispielhaft. Das ist aber nicht das, was man typischerweise im MINT-Bereich als wissenschaftliches Fehlverhalten findet, weil man zitiert gar nicht so unbedingt andere Quellen, sondern man
Man schreibt seinen eigenen Text mit in eigenen Worten und verweist dann typischerweise und paraphrasiert dann. Also natürlich ist es auch hier wichtig, wenn man auf irgendetwas verwendet, dass man dann darauf korrekt auf die Quellen verweist. Aber so diese Frage mit den Anführungszeichen bei wörtlichen Zitaten und so weiter, diese Frage stellt sich nicht so unbedingt in den Bereich. Es gehört nicht zu den üblichen Publikationen. Das können Sie ja auch in Lehrbüchern im MINT-Bereich aus Ihrer Schulerfahrung sehen, dass da wörtliche Zitate eigentlich von irgendwelchen Leuten, die irgendwas entdeckt haben, eigentlich eher nicht vorkommen. Höchstens mal am Rande so anekdotisch als Auflockerung. So, was Sie aber eher hier haben, sind etwa unethische Experimente, beispielsweise im medizinischen Bereich wieder. Manipulation von empirischen Ergebnissen, dass eben die empirischen Ergebnisse nicht so gut sind, wie dass sie veröffentlichbar sind, nicht so dramatisch sind, dass sie veröffentlichbar sind, dass sie eher diffus sind, dass die Korrelation nicht so toll ist, dass der Zusammenhang, den man erforschen will, gar nicht so richtig zu existieren scheint. Und dann ist die Verführung natürlich hoch, dass man ein bisschen nachhilft, dass man die Daten ein bisschen manipuliert, um den Korrelationskoeffizienten beispielsweise hochzutreiben, um das Signifikanzniveau ein bisschen hochzutreiben und so weiter, sodass man dann wirklich eine schöne Veröffentlichung mit einem interessanten Ergebnis hat. Diebstahl von geistigem Eigentum gibt es hier auch, aber nicht in Form von wörtlichen Zitaten, sondern man redet in der Kantine untereinander oder auf einer Tagung redet man miteinander. Jemand erzählt über seine Idee, die er jetzt gerade weiterverfolgen will und stellt dann irgendwann fest, der andere hat dann kurz danach über dieselben Ideen dann etwas veröffentlicht. Ja, so zum Beispiel Diebstahl von geistigem Eigentum. Zusammenarbeit. In MINT-Fächern wird sehr viel mehr zusammengearbeitet, in großen Projekten, in Laboren beispielsweise, in den Naturwissenschaften und so weiter. Da ist die Zusammenarbeit sehr, sehr, sehr viel stärker als beispielsweise außerhalb in MINT-Bereichen, wo sehr häufig jemand einfach ein Thema bekommt oder einfach so sich über das Thema selbst aussucht und dann dieses Thema völlig selbstständig im stillen Kämmerlein bearbeitet, höchstens mal hier und da mal Rücksprache hält, mit dem Betreuer aber im Wesentlichen selbst bearbeitet. Und da ist die Abgrenzung natürlich weniger ein Problem, aber wenn man richtig im Team eine Abschlussarbeit beispielsweise erstellt, eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit, eine Staatsexamen, Hausarbeit oder auch eine Doktorarbeit, in einem Team ist die Abgrenzung natürlich immer schwieriger gegeben, dass zum Beispiel der Doktorand, der Betreuer, dem Studierenden wesentliche Impulse gibt, wo dann die Frage ist, inwieweit ist das noch die Arbeit des Studierenden, inwieweit ist das noch die Arbeit des Doktoranden. Der Doktorand muss ja selber seine eigene Doktorarbeit schreiben und wenn der Student ein Thema bearbeitet, was im Rahmen der Doktorarbeit des Doktoranden liegt, dann möchte der Doktorand vielleicht auch Ergebnisse aus dieser Zusammenarbeit zwischen Doktor und Student auch für seine eigene Doktorarbeit verwenden. Und dann ist halt immer die Frage der Abgrenzung sehr, sehr schwierig und führt auch manchmal zu echten Problemen. Ein anderer Punkt ist die Autorenliste von Publikationen. Also ich glaube, die längste Autorenliste, die es bisher jemals gegeben hat, war 1000 und noch was Autoren. Und also Sie sehen die Problematik generell. Wer kommt alles mit drauf? Kommt jemand mit drauf, der nur so eine Art kleinen Impuls gegeben hat? Kommt der Institutsleiter? In vielen Bereichen ist es üblich, dass der Institutsleiter automatisch mit drauf kommt auf jede Publikation. Kommt jemand, der untergeordnete Tätigkeiten gemacht hat, der im Labor eine untergeordnete Tätigkeit eigentlich gemacht hat, aber trotzdem vielleicht eine gute Idee hatte, die weitergeholfen hat, kommt er mit auf die Veröffentlichung und so weiter und so fort. Ja, Fehlerkultur in MINT, das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall unbedingt noch ansprechen möchte. Eigentlich würde ich viel mehr dazu sagen,
Aber es reichen ein paar Worte, um das eigentlich zu sagen. Wenn etwas schief geht, wenn Fehler passieren, dann heißt eine vernünftige Fehlerkultur nicht die Frage zu stellen, wer war schuld, sondern die Frage zu stellen, egal ob ich jetzt inwieweit die Schuld war oder nicht, was kann ich oder was können wir dafür tun, dass der Fehler nicht wieder passiert. Ja, ich erlebe das durchaus hier im Zentrum für Lehrkräftebildung der TU Darmstadt, wo ich ja als Mitglied des Direktoriums sehr zentral aktiv bin, erlebe ich das immer wieder, dass so eine Vorstellung von Fehlerkultur nicht allgemein flächendeckend über alle Fachrichtungen hinweg verbreitet ist, bei weitem nicht, und möchte deshalb an dieser Stelle das als wichtigen Punkt mit hineinnehmen, es geht ja immer darum, Fehler in Zukunft zu vermeiden. Und wenn man anfängt, mit Schuldfragen rumzumachen, dann wird man dieses Ziel nicht erreichen. Ja, also gegebenenfalls, wenn ernsthaft was passiert, wenn Menschen zu Schaden kommen, dann wird die Schuldfrage nochmal von außen zu stellen sein. Aber das ist dann natürlich nicht mehr Teil der internen Fehlerkultur. Zum Beispiel, Adressat hat wichtige Infos vergessen, übersehen. Ja, nicht, dass man sagt, habe ich aber gesagt, sondern wie kann ich das nächste Mal die Kommunikation von meiner Seite aus besser machen, egal ob ich Schuld habe oder nicht, wie kann ich von meiner Seite aus die Kommunikation besser machen, dass die Info letztes Mal nicht übersehen wird. Zum Beispiel, dass man wichtige Informationen nicht in einer länglichen E-Mail irgendwo mittendrin versteckt, die viele andere Themen umfasst, sondern eine wichtige Information, zum Beispiel eine Datumsinformation, wann ist unser nächstes Treffen oder so etwas, als eine eigene E-Mail zu machen, mit einem eigenen entsprechend aussagekräftigen Betreff und so weiter. Und vielleicht nochmal kurz vor dem Meeting eine Erinnerung zu schicken. Achtung, Erinnerung, wir treffen uns dann und dann oder so, solche Sachen. Ja, Erinnerungen zu schicken. Hervorhebung im Text, ja, da haben Sie Stilmittel, Sie können Fettdruck im Text haben, Sie können Italic, also Kursivdruck verwenden, Unterstreichungen, Sie können Farben verwenden, Schockfarben, Rot etwa, um etwas besonders hervorzuheben. Eine weitere Möglichkeit wäre, noch einen Schritt weiter zu gehen und nicht Rundschreiben zu machen. Rundschreiben haben immer das Problem, dass man sich das ein und derselbe Vorgang, zum Beispiel irgendwie, wie werden jetzt Staatsexamenshausübungen, wie sind die zu organisieren, ja? Dann gibt es immer wieder mal in Rundschreiben einen Punkt dazu, so, das soll jetzt in Zukunft so und so und nicht mehr so und so laufen. Und Sie müssen sich aus den ganzen Rundschreiben zusammen diese Informationen zusammensuchen, das Gesamtbild zusammensuchen. Ja, wie sieht denn eigentlich nun das Prozedere genau aus? Ja, ich habe das in anderen Ländern auch und auch in anderen Kontexten außerhalb des öffentlichen Dienstes erlebt, dass man längst dazu übergegangen ist, Wikis aufzusetzen für solche Dinge, wo ja die Versionsgeschichte auch drin ist, wo es also das, was Rundschreiben noch als Zusatzinfo erhalten, nämlich wann sich was geändert hat, ist ja in der Versionsgeschichte in einem Wiki auch drin, sodass Sie dann aber immer, wenn Sie auf den Artikel draufschauen, wie organisieren wir Staatsexamenshaus Hausarbeit, dass Sie da immer den strukturiert, systematisch strukturiert das Gesamtprozedere dann finden und sich auch dann gegebenenfalls, wenn Sie wollen, dann Nachrichten schicken lassen, wenn diese Seite verändert wird, sodass Sie immer dann eben auch dasselbe wie beim Rundschreiben haben, dass Sie die Informationen bekommen, aha, es hat eine Änderung gegeben. So. Damit sind wir mit dem Kapitel 02 durch. Ich möchte dann an dieser Stelle diese Vorlesung auch beenden. Und dann machen wir das nächste Mal mit Kapitel 3 weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen.